Meine Damen und Herren, die Deutschen sind wieder im Gebäude. Ja, hey Leute, Elmo im Gebäude. Genau, Cheyenne Garcia. Und natürlich heute als Gast, weil Cheyenne es nicht mehr ertragen konnte, der einzige Spanier hier zu sein. Haben wir einen weiteren Spanier hier. Aber einen richtigen. Ja, einen richtigen. Nicht so einen auf Wisch bestellt wie ich, Anna. Ja, genau. So einen richtigen spanischen Gast. Meine Damen und Herren, heute bei uns zu Gast Juan Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. So. Danke, danke für die Ansage. Juan Daniel ist ein Popsänger aus Deutschland, der spanische Popmusik macht. Genau, ne? Der die irgendwie auf Wisch bestellt. Zum Zehntausend. Deutschland. Wie das Oberteil. Genau. Juan ist erfolgreich, er hat viele Hits. Mehrere Millionen Streams. Millionen Views auf YouTube. Spotify. Yeah. Überall. Du bist halt so ein. Das habt ihr Spanier so an euch. Ihr seid erfolgreich. Ich sehe aus, so, als würde ich die Pfandflaschen sammeln. Ich dachte, du bist Mexikaner. Ja, aber Mexikaner sind in Deutschland nicht anerkannt. Mein Opa. Meine Opa ist ihre. Mein Opa ist ihre. Stimmt. So, und. Das Schachwunderkind. Das ist das Schachwunderkind. Aus Irland. Du singst gar nicht Deutsch? Null. Also jeder Song ist komplett auf Spanisch. Genau. Was denkst du, woran liegt es, dass das in Deutschland trotzdem Anklang findet? Ich glaube. Oder ist es nur in Deutschland der Anklang? Nee, Frankreich, Italien, Spanien. Ist es, weil hast Spanisch so diese Sprache, dass das so beginnt? Ja, also sagen wir so. Ist ja die zweite Weltsprache. So, doch, stimmt. Ja, der erste ist Englisch, zweite ist Spanisch. Stimmt. Das ist die zweite Weltsprache. Ja, es ist ja die zweite Weltsprache gemessen an der Masse der Menschen, die sie sprechen. Genau. Ja, richtig. Und natürlich an den Erfolgen der Songs. Genau. Aber sprechen mehr Leute Mandarin als Spanisch? Ja, aber mittlerweile hört man mehr sogar die spanischen Songs als die englischen Songs. Ja, aber du hörst ja keinen mandarinischen Song, Alter. Ja, klar. Natürlich. Auf Oktoberfest, Leute. Klar, mein Großcousin ist aus China. Wapangangang-Style. Ja, war das Korea. Das ist Korea, okay, ja. Sorry. Ach. Du bist ja aus Korea, du hast ja alles da. Schachmeisterschaften, alles da durchgemacht. Also erstmal ganz kurz, ich wollte mal vielen Dank sagen für die, also dass ich mich selber eingeladen habe. Ja? Ja. Das ist auf alle Fälle kein Problem. Wir sind Samariter. Ja, ich habe mir gesagt, ja, und du hast ja auch Erfolg. Ja, wir haben bis jetzt nur unnötige Gäste gehabt, die keinen Erfolg haben. Ich dachte, unnötigster Gast, habt ihr schon mal einen gehabt? So offiziell? Ja, unnötigster Gast war er auch da, Khaled? Nee. Khaled war da. Der kommt sogar nochmal. Echt? Ja. Kommt der die einmalige Schmach war ihm nicht genug, dass er noch was. Weil wir laden ja immer Leute an, die irgendwann mal. Die haben ja durch uns alle Erfolg gehabt. Genau. Du wirst ja jetzt auch durch die Decke gehen. Guck mal, Khaled Bounoir war bei uns und Benicer, Rebel Comedy, hat Arena-Tour gemacht. Genau. Mohamed Dreger. Krass. Kam bei uns, kam zur Schweiz. Ja, und ist Nationalspieler und spielt jetzt bei der WM mit. Genau. Amius war bei uns, hat eigene Pro7-Sendung bekommen. Ja. Vorher hat er irgendwelche Werbungen auf Vox moderiert. Genau. So. Was krieg ich jetzt? Ja, was du wirst jetzt ein richtig. Du wirst ein Superstar. Du wirst durch die Decke gehen. Genau. Ja. Du wirst der deutsche Despacito-Sänger werden. Das passiert so. Ja. Das passiert so. Es ist sehr faszinierend, finde ich, dass Spanisch, obwohl viele Deutsche das gar nicht sprechen, ja, die Musik trotzdem gerne hören. Ja, also das war ja deine Frage, wo wir ne, herkommen. Ich glaube, das Ding ist, Leute machen gerne Urlaub hier in Deutschland und die gehen halt immer nach Mallorca, Spanien und dann haben die halt dieses Gefühl von Urlaub und das ist das, was ich auch mit meiner Musik so rüberbringe. Genau. Gute Laune, gute Vibes. Kannst du das kannst du die Mucke auch im Winter veröffentlichen? Oder? Ey, das ist das Schwerste. Das geht nicht. Warum machst du so ein Weihnachtsspecial? Ja, so wie Julio Iglesias. Ja, genau. Der ist ein Motherfucker. Ja, der ist auch Spanier. Aber der ist ein Motherfucker im Ausland gewesen. Ja, als Spanier. In Deutschland nicht? Das wurde dann akzeptiert, weil er ein Motherfucker ist. Ja. Es gibt nur zwei stylische Spanier. Erzählen? Nee, drei. Cheyenne Garcia. Nein, Julio Iglesias. Vier. Auf. Cheyenne Garcia. Sein sehr stylischer Spanier. Antonio Banderas. Oh, der ist krass. Viele denken, der ist Mexikaner, aber der ist Spanier. Ah. Kennst du das Lied von dem? Das, was da bei Desperados am Anfang singt? Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan, ni el dinero ni el amor. So geiles Lied, ne? Ja. Stylisch. Ich fühle mich direkt wie in meiner Heimat. Ja. Und wir sind ja alle irgendwie verbunden. Wir sind alle verbunden. Von der gleichen Wurzel. Ja. Weil er ist ja Mexikaner. Ich weiß, Mann. Genau. Deswegen bin ich eigentlich schon hergekommen. Ja, ich wollte Mexikaner mal treffen. Hast du schon mal so einen Mariachi-Song gehört? Ja, das ist ja ein Mariachi-Song. Ja. Der Film heißt Mariachi. Ja. Ja, hey, der Desperado, El Mariachi Teil 1. Da spielt Antonio Banderas nicht mit. Scheiße, jetzt habe ich hier den Filmprofi, jetzt habe ich verkackt. Ja, genau. Ja, hier, der ist ja. Das ist gefährlich, Mann. Nee, das ist so ein laufender Lexikon. Laufender Lexikon vor allem. Laufendes Lexikon. Nee, das ist bei mir in Hessisch. In Hessisch wird das so gesagt. Auch als Spanier ist ja. Das ist jetzt! In Hessen wird das so gesagt. Laufen. Ich finde das gut. Laufen. Das bedeutet, wenn die Songs im Winter released werden,
ist der Erfolg nicht so abzusehen wie im Sommer. Voll. Warum? Weil die Leute nicht in der Stimmung sind. Das ist das Ding. Aber wieso ist das so? Ja, weil die jetzt alle dann eher, es wird grau, es wird regnerisch und dann wollen die alle dieses ganze Depri-Zeug auf Deutsch hören, wo die alle rumheulen und so. Was sagst du? Was ist denn Depri-Zeug auf Deutsch? Boah, dieses ganze Leer-Zeug und so, was da gibt. Ich was sagst du, aber kannst du das empfinden? Gibt es Songs, die hörst du lieber im Sommer als im Winter? Genau, wie ist es mit euch? Würdet ihr das jetzt machen? Also man hat schon das Gefühl, wenn wir zum Beispiel in Urlaub gehen, dann hört man ja auch ganz andere Songs. So am Pool. Ist das so? Ja. Ich höre im Urlaub zum Beispiel nur House. Echt? Ja. So richtig House oder Dance House oder so? So Vocal House. Was wir koksen. Das Witzige ist, du sagst es und man glaubt dir einfach nicht. Aber, wenn ich sage das S-Wort, dann sagt er, oh mein Gott, Bruder. Ja, wir haben eine Vorbildfunktion. So. Also ich glaube, ich bin mit dir. So im Winter geht das nicht. So im Winter, da kommt ja immer diese Last Christmas, boah, der Song bring you my heart, so. The very wax way, and never away. Wax way, wax in the way. I wax in the someone's special. Ich waxe someone's genau, das könnte ein Titelsong sein für so eine Werbung. Yeah. Wax so, yeah. Wax wir haben ja immer so. Das geht nicht, ne? Sommerlieder. Sommerlieder im Winter geht echt nicht. Bei dir? Ich mach das nicht von der Jahreszeit abhängig. Ich höre Sommerlieder im Winter und Winter. Ja, bei dem gibt's ja auch keinen Sommer und Winter. Ja. Immer ist Jalousien runter, der hat 65 Tage und 27 Grad konstant. Nee, 37, sorry. Ich hab schon 10 Grad vertan. Bist du ganzer Spanier? Ich bin komplett Spanier. Also das, nicht wie Scheiern. Ja. Also wirklich, so wirklich. Ein gefälschter Mix. Eltern, Großeltern, also 4, 5 Generationen zurück. Nur Spanier. Aber fühlst du dich nicht deutsch? Was sind 6 Generationen zurück? Entschuldigung? 6 Generationen zurück? Da war das Guthaben leer von dieser Seite. Fühlst du dich nicht deutsch? Red ich jetzt mit Schein oder mit Money? Und Money hätte es ein bisschen anders gesagt, mit Paella-Fresser. Ey, Paella schmeckt aber gut. Ja, aber das ist so in der Pfanne. Ja, es ist echt gut. Ich fühle mich ehrlich gesagt, Mensch, so, das klingt jetzt voll so esoterisch und so Dings, aber Gott. Ich mag diese ganze... Ich mag echt nicht dieses Nationalität. Ich auch gar nicht. Mich so einzuordnen. Deswegen beleidige ich hier alle. Ja, ist geil. Nein, immer einen Scheiß, weil ich es nicht mag. Ich auch nicht. Deswegen? Ja. Was? Das ist echt so. Das macht keinen Sinn so. Ja. Keiner sucht sich aus, wo er geboren ist. Ja, eben. Keiner. Kannst nichts so. Und deswegen sag ich Scheiß auf alle. Guck mal, ihr beide hätten mir beide die Fresse an. Der Unwitz? So. Ich will hier nicht auf Iso-Drink machen, sagt der. Und. Der? Ja, deswegen beleidige ich alle. Du beleidigst, weil du krank bist, Alter. Nein, weil ich so. Ich mag nicht das Konzept von Nationalitäten. Ey, ich auch nicht. Ja, okay, dann sind wir alle gleich. Ja, ja. Wie eine bestimmte Person gesagt hat. So. So. Okay, warst du beim ZDF-Fernsehgarten? Ja? Dann bist du deutsch. Wie warst du beim ZDF-Fernsehgarten? Wie soll es gewesen sein? Deutsch. 85-Jährige? Nein, sei mal ehrlich. Ey, ist mal ganz ehrlich. Ja. Das ist eine super liebe, krasse Crew da, wenn du da gehst. Das glaube ich. Also, ich habe nie Teletubbies geguckt, aber jeder sagt, das ist wie Teletubbieland. Ja. Weil alle so extrem happy sind. Mhm. Vielleicht nehmen die ja. Weißt du, warum der ZDF-Fernsehgarten funktioniert? Wegen Koks? Nein. Weil die saufen da. Saufen die? Nein. Da war kein Alkohol, als ich da war. Guck mal. Bei der Halle-Sendung. Es wird so viel Bier da getrunken. So viel Bier. Nein, echt? Doch. So viel Bier wird da getrunken. Warst du da oder warst du diese Info? Ich kann das nicht Ach sagen. Ach so, ich weiß doch. Er hat die Info, ja. Er hat echt die Info? Ja. Ja, hat er echt. Und deswegen sind auch alle immer so happy und klatschen, ja. Weil die einfach nur hackedicht alle da immer sind. Ja. Ach so, ich dachte, weil ich gut bin. Scheiße, das ist auch, okay. Wie war die Erfahrung dort? Du hast halt ein großes Publikum, ne? Ja. Also auch Einschaltquoten. Naja, sagen wir so, es war krass, weil ich war dreimal hintereinander da. Einmal genau zu Corona. Da gab es nur Pub. Figuren als Publikum. Ja, genau. Oh Gott. Hast du es aber gemacht? Ja, ja. Da war im Fernsehen, dann ist das zweite Jahr, 21, war dann halb Pappfiguren. Was denn? Ich muss ein bisschen zurück, aber red weiter. Die wollen nicht wieder aus dem Bild herholen. Ja, ja, klar, damit immer der mehr besser im Bild da steht. Das ist immer so. Er hat sogar Räder involviert in diese Farce. Der hat gerade am Handy so. Ja, ja. Kein Problem. Nein, zweite Jahr. Nimm den ganzen Ruhm. Der hat das ein halbes Jahr durchgezogen, weil ich 2 Zentimeter mehr im Bild war. Ja, so. Ja, das ist aber so. Du bist aus dem Podcast. Aber er hat mit echt. Guck mal, unser Bild, unser Cover, dein Kopf ist auch größer als meiner. Obwohl ich auf diesen Afro habe, doch. Nee, auf dem neuen. Aber hier das auch? Ja, der macht das doch extra. Denkst du, ich check das nicht. Aber. Aber Hauptsache dein Name als erstes. Ja, sagen. Guck mal, ich kenne das vom Schach. Das sag ich nicht. Das ist eine Verschwörung gegen Nisa.
Ja. Also, waren wir zweite Fernsehgarten, war ja. So halb Pappmenschen, halb echte Menschen und dann dieses Jahr, haben wir 22 noch, ja? Haben wir noch. War komplett Menschen so und da waren die alle, glaube ich, mit Bier dann, weil die waren echt gut drauf, die Leute. Okay. Aber es ist echt jünger geworden, das Publikum. Ja. Also wirklich jünger geworden. Ja. Aber wenn du diesen, warte mal da, vor Ort. Ich glaube, einmal. Ich glaube, ich war auch einmal da. Kennt ihr diesen, wie streichelt so, wo dann die Künstler reinkommen? Ja. Die werden da hingesetzt, also hingestellt und dann kommen diese ganzen Leute und wollen Autogrammkarten. Ja. Das sind teilweise krasse Leute, die da kommen. Wo du dann echt denkst so. Was zum Beispiel? Was vor allem? Da kommt, aber ich finde es gut, weil er involviert alle. Ja. Ist irgendwas. Ey, da kommen halt so. Lesben. Nein, alles an Menschen, wo du nicht erwarten würdest, dass die überhaupt auf dich zukommen. Und dann sagt einer, ich hätte gerne 10 Autogrammkarten. So ein 70-Jähriger. Also, weil du nicht damit rechnest, genau, dass so einer dich feiert, ja. Die sammeln die Karten so, ne? Ja. Und dann, die wissen nicht mal, was du gesungen hast. Ich hätte gerne Autogrammkarten. Also, es sind wie so richtig so. Ja, aber, ja, weil du. Wie Star, weil ja, du, die Mücken ans Licht und so. Ja, weil du ein Star bist. Ach, nix wegen Star. Doch, deswegen, weil du da auftrittst. Wer ist denn da noch aufgetreten, als du da warst? Luna war mit mir da, witzigerweise. Ich bin Fan von Luna. Ich auch. Die, nein, Luna ist doch, die Luna ist doch eine richtig, richtig. Ich mag Socke. Die. Ich will die echt kennenlernen. Nein, leider nicht. Ey, ich. Ich würde die sehr gerne kennenlernen. Soll ich mal versuchen? Ömer kennt die. Der hat doch für die getanzt. Ja. Ich kann sie auch. Wo er noch dünn war. Ja. Wo er noch dünn war. Man hat ihn noch nie gesehen bei und, euch, ne? Ja, und keinen Lappen hatte. Auch damals nicht. So. Nein, ich würde Luna echt gerne kennenlernen. Kannst du Luna hierher bringen? Ich denke schon. Ich bin mit der cool. Frag sie. Wie, ja? Ist sie auch Spanierin? Nee, die ist Holländerin. Stimmt. Die ist Holländerin, Mann. Aber die singt Spanisch. Und die kann Spanisch reden. Ich war, das ist eine kulturelle Aneignung. Hallo? Wir sind doch heute 2022. Ja, ja. Heute geht alles. Heutzutage. Wie war's? Mit, ihr habt Bailando nochmal aufgelegt, ne? Neu aufgenommen, genau. Genau. Bailando. Wie kam die Zusammenarbeit zustande? Durch RTL 2. Ja, erzähl mal die ganze Geschichte. Also ich war bei RTL 2 mit Universal unter Vertrag. Ja. Und sie war in dieser Sendung. Was heißt das bei RTL 2 unter Vertrag? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Das ist, wenn du so einen Zettel hast und. Nein, aber was bedeutet das? Wie kann ein Fernsehsender einen Sänger unter Vertrag nehmen? Die haben ein eigenes Label, das heißt El Cartel. Ah. El Cartel. Ja, okay. Echt? Ja, so heißt das Label von denen. Und dann bauen die Künstler sozusagen auch auf. Die haben halt ihre eigene Fläche, die Fernsehwerbungen, wenn die Musikvideos laufen. Das sozusagen, das bringen die mit. Okay. Und geben die als Input und dann hast du sozusagen. Das ist schlau. Also richtig schlau. Ja. Ja, ist richtig geil. Und da war Kampf der Reality Stars. Auf RTL 2 ist das, ne? Kennt ihr das? Was ist Kampf der Reality Stars? Nein. Das ist auch so ein. So ein, ich sag das einfach, das ist so ein Trash-Zeug, ne? Ja, aber was kämpfen die? Machen die Quiz-Sendungen gegeneinander, Sport? Was? Ich hab's natürlich nie geguckt. War das, wo die in dieser Hütte sind? Ja, die sind auf einer Insel. Und dann müssen die Aufgaben auch machen und am Ende bla bla bla. Ah, sowas. Auf alle Fälle, Luna hat diese Sendung gewonnen. Die war da. Und dann haben die gesagt, wir haben den Künstler Juan Daniel. Und der hat auch mit der Single Erfolg gehabt. Wie wär's denn, wenn jetzt Luna hat sozusagen gewonnen, die Sendung, hat ganz viel Aufmerksamkeit. Jetzt nehmen wir den Juan Daniel dazu. Und machen daraus sozusagen einen Song neu bei Lando 2021. Okay. Das war die Idee, das Grundkonzept. Und eigentlich hatten wir einen anderen Song, so wie er rausgekommen ist, ist dann entstanden, weil noch Warner sich mit rein gedribbelt hat. Und dann kam Phil the Beat rein, weil der ist über Warner reingekommen. Und Phil the Beat hat so, ach keine Ahnung, hat auch ein paar Songs im Radio und so gehabt. Wer ist Phil the Beat? Sieht aus wie der Nikolaus, ey. Wenn du mal, gib mal Phil the Beat ein, guck. Was ich immer schwer finde, wenn man so ein Cover wieder macht von dem eigenen Song, finde ich das schwer. Man feiert den Song, zum Beispiel Bailando war ein geiler Song. Ja. Und ist immer noch ein geiler Gefühl Song. Von damals. Und das Gefühl von damals. Und dann nimmt man neue Elemente, neue Drums. Die Nerven. Die sind so angepasst worden. Man will immer noch ein bisschen was Neues reinhaben. Das feiere ich persönlich nicht. Ich auch nicht. Also würde man den Song 1:1, wie er war, von dem Beat und Song so aufnehmen, nur in geiler Qualität, würde ich das sogar eher feiern. Ich auch. Aber ich würde sagen, aber ich bin eher ein Fan, das ruhen zu lassen. Ja. Ja, aber ich verstehe, den Business-Aspekt kann ich voll nachvollziehen. Voll, aber das Ding ist ja, unsere Version, die wir erst gemacht hatten, also sie und ich und meine Produzenten in Mannheim, das ist sehr ähnlich an dem Original gewesen und hat sehr viel Charakter gehabt. Die Version, die rausgekommen ist, das ist doof, dass ich so sage, ich feiere die selber nicht so. Ist mir egal, Mann, ich sag die Wahrheit. Sag, Alter! Das ist einfach geil. So. Ich feier die selber nicht. Aber. Geil, ist echt stylisch. Stylisch. Ja, ist stylisch. Ist nur die Wahrheit. Musst du die performen? Nee. Aber es gibt ja viele Club-Sänger, die sagen, ey, ich hasse mittlerweile diesen Song, aber ich muss den performen. Nee, ich performe den auch nicht. 100% nicht. Nicht einmal. Okay, also, wenn Luna jetzt sagen würde, komm, ich hab da einen Auftritt, willst du mit, dann mach ich das mit ihr. So. Ja. Aber selber in meinem Programm, also ich war ja zuletzt jetzt beim Schlossgrabenfest in Darmstadt, vor Tim Bensko so als Voreact. Und 15.000 Leute, das war halt echt krass für mich auch so viele Leute live zu sehen. Und da habe ich alle, auch die andere Nummer, über die wir geredet haben, auch nicht reingenommen. Und auch besser. Die auch, ja, Mann, das ist sogar besser. Nur die eigenen Sachen. Weil mir ist immer wichtig, bei Songs,
ich muss immer mitschreiben. Also kein Song von meinen Songs, die ich habe, ist irgendwie so ein Ghostwriter, der irgendwas für mich schreibt. Oder außer bei Lando. Genau, das weiß ich gerade, deswegen ist er nicht mein Programm. Also auf der Bühne will ich dann nur sagen, ich nehme Songs und du weißt, dass Ballando nicht von Luna ist. Ja, aber er ist sowieso klar. Das ist krass, ne? Ja. Von wem ist er denn? Das ist eine belgische Gruppe. Das klingt voll komisch, du musst mal anhören. Wie Belgien? Ja, aus Belgien so. Wie da wohnen so 15 Leute. Komm, das ist Lexikon, wie heißen die? Weiß ich nicht. Das ist krass, weil das ist echt ein anderer Song von. Ja, aber die hat dem eine eigene Note gegeben und ihr Song klingt auch anders. Ja. Vom Style und die hat das natürlich. Das ist dann so wie Stevie Wonder und Gangsta's Paradise. Ja, oder dieses ganze Wild Wild West von Will Smith, wo er das auch nachcovert von Stevie und so. Ja, ne? genau. Big, wow. Aber das gibt's ja tausendmal. So im Rap ist es gar nicht so verwunderlich, weil da wird die Hook genommen, das Sample, da machen die neue Drums drunter und dann gibt's die Rap-Parts. Deswegen, das ist ja so. Aber Luna hat ja diesem ganzen Song einen eigenständigen Charakter gegeben und das ist halt der Welthit geworden. Das ist wie Whitney Houston, I Will Always Love You, ist ja ein Country-Song von Dolly Parton. Aber das weiß ja keiner, ja klar. Das weiß ich auch nicht. Ja, so. Krass. Das hat mich schockiert, ja, als er mir das gezeigt hat. I Will Always Love You. Ist nicht von Whitney Houston. Ist von Dolly Parton, ist ein Country-Song. Deswegen ist hat sie auch kaum Bodyguard was verdient. Ding? Ja, genau. Und das ist nicht geliebt. Und guck mal, das ist Whitneys. Ihr Merkmal. Genau. Aber krass. Ja. Und sie hat ihn so eigen gemacht. Das ist Aretha Franklin. Respect, das auch nicht von ihr, ist von Otis Redding. Aber ist sie bekannt? Natürlich. Aretha Franklin? Wie heißt die? Aretha Franklin. R-E-S-P-E-C-T. One takes to me. Ja, genau. R-E-S-P-E-C-T. Run one next to me. Sabadoo, 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 Sabadoo. Sabado heißt Samstag auf Spanisch. Ja, das meint er doch. Ach so. Ist doch Spanisch. Schon gemixt, Alter. Sabado, Sabado, Sabado. Wie heißt Sonntag? Guck mal, teste ihn jetzt nicht, das ist irrelevant, ob das. Du brauchst nicht zu testen. Ja, so. Sonntag heißt Sonntag. So, Domingo. Domingo, echt? Ja, Mann. Das heißt, Santa Domingo heißt? Heiliger Sonntag. So sieht's aus. Ja, ich als Mexikaner, wir sprechen ein bisschen anders. Wir haben einen anderen Dialekt. Wir haben einen anderen Dialekt. Guck, ja, deswegen, es gibt also echt mehrere Beispiele, wo jemand einen Song, den es schon gab, genommen hat und ihn so eigen und so groß gemacht hat, dass man das Original gar nicht mehr mit ihm assoziiert. Und deswegen, wer weiß von dieser belgischen Gruppe Bailando. Bailando von Luna ist ein Welthit. Ja, aber ich find's auch gar nicht schlecht, wenn du alte Elemente nimmst, so wie den Sample, und dann komplett neue Song daraus machst. Ja. Das ist ja anders, als wenn du Bailando nimmst und das einfach komplett machst, aber nur einen anderen so, Sound. Das ist voll für den Arsch. Ja. So, ja? Ja, das meine ich ja. Ja. Genau. Ich mag das überhaupt. Die zwei würde ich voll feiern dafür, dass du das sagst. Ach, egal, scheiß drauf. Ich bin. Die wissen, ich bin immer. Du bist real. Ich bin real gewesen, deswegen hatte ich auch oft Palaber. Ja. Stories, keine Ahnung, wenn du so gewisse Themen. Wir haben ja. Habt ihr mitgekriegt von Corona? Habt ihr schon mal gehört von dem Ding, ne? So. Ja. Echt? Also, gab's da was? Das war so ein kleines Thema und dann. Ich glaube, da war doch dieser eine Politiker, der so einen Schlaganfall hatte. Wie hieß der nochmal? Lauterbach, stimmt. Ist das? Klabauterbach. Klabauterbach, den kenne ich. Der ist doch bestimmt im Fernsehen gerade. Ja, guck mal, also als kommerzieller Künstler, also der wirklich so, du fährst ja die kommerzielle Schiene. Ja. Das ist ja erst recht schwer, sich du zu politisieren. Ja, du darfst gar nichts sagen. Das heißt, Corona kann so, wenn du dich dazu nicht so äußerst, wie die es wollen. Da kannst du ja. Ich habe richtig Trouble gehabt. Kannst du gar nicht vorstellen, weil ich bin da so Freigeist, alternativ unterwegs. Was heißt alternativ? Alternativ heißt, ich hinterfrage gerne, bevor ich irgendeine Meinung aufschnappe und einfach nachbabbel. So wie mir es jemand sagen will. Ja. Und dann muss ich auch teilweise sagen, ich poste was nicht, wo ich gefragt wurde, kannst du das posten? Und ich so, nein. Ja, aber sagen wir mal. Mach nochmal nach, ich kann nicht, ich habe mich tot gemacht. Wen? Ach so. Der letztens erst vor kurzem noch. Weil der hat's genauso gemacht. Diese ganzen Versager! Die nicht wollen, dass ihr postet. Ihr habt versagt. Ihr kotzt mich an, ihr Versager. Deswegen poste ich. Jeden Tag. Ja. Genau. Ja, und ich hab nicht gepostet. Und irgendwann, ja? So. Irgendwann wird der Tag kommen. Da kommt der Bruder. Ja. Der Arme, der wird so bereuen, dass der Vater. Und dann hat man lieber die 9mm dabei. Weil ich bin von der Straße. Von der Sesamstraße. Nein, aber warum ich das gerade gesagt habe, mach ich mal nach und so. Ja. Weil ich hab mich gerade dran erinnert.
wo er gesagt hat, wie können schön Leute... Schönen Gruß an Carsten. Ja, voll. Geiler Typ auch, was er hey, macht. Ich bin also der Carsten voll. Stahl, der Gründer von stopmobbing.de und Bündnis Deutschland Kinderschutz. Ah, ja. Nein, aber ich wollte einfach sagen, nicht posten, wo ich bin kein Arzt, ich kann nicht was posten, was empfehlen, was ich selber nicht, keine Ahnung habe. So. Und dann gab es so Situationen. Und ich bin kommerziell unterwegs und dann hast du immer das Trouble. So. Aber eigentlich Trouble, aber eigentlich müsstest du ja weg vom Fenster sein, oder? Wenn er was dagegen gepostet hat, aber hast du dich dagegen positioniert oder hast du dich nur enthalten? Ich habe mich enthalten. Ja, das. Ah, okay. Das ist dann das so wie die Grünen, als sie sich enthalten haben für die pädophilen Kinderpornos. Genau. Das ist asozial, ja. Definitiv. Ja, so haben sie sich ja auch enthalten. Aber da würde ich mich nicht enthalten. Ja, genau, ja, aber die, wir vergleichen aber nicht. Wir vergleichen ja nicht. Ja. Aber die Grünen haben ich sich muss ja enthalten. Sagen, ja. Also die Grünen vom Parlament, meine ich, ja. Ja, die haben sich enthalten wegen den Kinderpornos. Ja. Das ist krass, ne, wenn du überlegst. Und für Pädophilie hier. Das ist krank, ey. Aber wir wollen ja niemand was vorwerfen. Ja. Wir müssen ja auf die Grünen hören. Ja, ich find's halt krass, wie ihr das genau, auch dann wir brauchen sehr, wir haben wir zu wenig Fahrradwege. Wir sollen uns ja demnächst alle 16 Stunden impfen lassen. Ja, ja, das ist wichtig. In den Zeh so. Ja. Fuck, Alter. Und das ist so ekelhaft, oder? Wenn du ich finde auch die Fahrradwege, wir haben viel zu wenig davon. Und in Bonn sind jetzt neue Fahrradwege. Ich höre heute kam das. Das finde ich gut. Bruder, das ist gar kein Platz mehr. So viele Fahrräder gibt es gar nicht auf der Welt. Mit deinem dicken Auto ist schwer dann. Ja, ey, ich bin arm. Stimmt, das war dick Auto da drüben. Genau. Nein, nein. Was? Aber ganz kurz, ich habe eine Frage an euch. Ja. Wie das reiche ich nicht. Wie macht ihr den Spagat? Mit dieser ganzen Thematik? Gar nicht. Mit Beinen. Gar nicht, wie scheißen drauf. Wie scheißen drauf. Cheyenne war ja vorher. Aber habt ihr schon so eine Uhr, wann ihr abgeschaltet werdet oder so? Guck mal, es ist so. Man muss natürlich sagen, Cheyenne ist, was der wirtschaftliche Erfolg auch beweist, wenn man sich seine Autos, seine Uhr, seine Klamotten anschaut. Pullover, krass. Ja. Ja, genau. Lufion. Ich habe nicht zugehört. Jetzt weiß er ja, wie er in diesem Spiel den Ball dribbelt. So, dann bin natürlich ich reingekommen und hab mein Leben zerstört. Genau. Und hab das System der Erfolglosigkeit. Meine sichere Waage, die ich hatte. Eine Wiege. Ja. Meine sichere Wiege, die ich hatte. Die Zukunft, die abgesichert mit Zukunft, mit drum aber und dran. Aber er liebt mich so sehr, dass er versucht hat, am Anfang dagegen anzukämpfen. Aber jetzt mittlerweile, ach scheiß drauf, das ist wie eine Frau, die akzeptiert, dass ihr Mann sie immer schlägt. Irgendwann. Ey, Juan, weißt du, wie ich mich fühle? Ja. Ich fühle mich wie so in so einer toxischen Beziehung. Oh mein Gott. Man liebt diese Person so sehr, man kommt aber nicht weg von dieser Person. Weil diese Person Hassliebe. Gibt dir so eine Art von Liebe, auch wenn er mich dann so toxisch... Ja, auch so, obwohl er mich schlägt. Ja, schlägt und jeden Tag schlecht behandelt. Modell ist und in der Spielhalle. Aber es ist einfach so toxisch. Zeig ihn doch an. Ey, die haben, ist auch modern heute. Ey, ich kann ihn nicht anzeigen, weil wenn die Polizei ihn dann abholt, sag ich, nein, das ist mein Mann. Toxine. So, die Sache ist, aber wir versuchen ja fair zu sein. Wir laden gerne einen führenden Virologen ein, der soll uns das genau erklären mit der Impfung. Kein Problem. Und alle Fragen, die wir ihm stellen, soll er beantworten. Genau. Und wir wollen die unzensiert senden. Das wollte ich sagen, ungestellt. Ja, aber macht wird keiner sich hinsetzen. Das ist wie, ich habe ja auch einige Kritiker wegen meiner Comedy gehabt, habe ich auch gesagt, kommt, wir reden darüber. Voll. Die kommen nicht, weil die können nur Scheiße reden und hetzen. Hm. Ja. Aber sich hinsetzen und einen Dialog führen wie ein Mensch, ne? Daran sind diese Leute nicht interessiert. Das Schlimme ist, ich, wie du es sagst und wie er ist, ne, ist ja, ich möchte doch einfach nur auch mal fragen, warum. Also, guck mal, wir als Kinder, wenn du aufwächst, als Kind, ne? Ich habe mit 3 aufgehört zu wachsen, aber erzähl weiter. Es ist ja so, irgendwann durch die Gesellschaft, durch die Erziehung, durch viele Punkte in unserem Leben. Dadurch, dass du missbraucht wirst. Ja. Ja, viele Punkte im Leben. Wird dir ja im unterbewusst wird dir beigebracht, dass du nicht mehr fragen darfst. Guck mal, ein Kind kommt einfach zwischen uns jetzt hierher und sagt so, warum hast du das an? Genau. Warum ist das so? Warum, so entwickelt er sich. So, genau. Warum Kinder fragen. Genau. Aber irgendwann heißt, das gehört sich nicht. Das darfst du nicht mehr fragen. So, ein Kind geht ja auch, ob schwarz, weiß, zum Nazi, zum Asiaten, der kennt ja gar keinen Unterschied. Der sagt Mann, das ist Frau. Ja. Und weil er so dumm ist und ich weiß, dass es 17 Geschlechter gibt. Der wird auch nicht divers sagen, ja, genau. Ja, weil Kinder dumm sind. Ja, weil Kinder dumm sind, ja. Weil sie sagen, wie? Also jetzt muss ein Kind mit 5 Jahren ja sagen, bist du ein Mann oder bist du das oder bist du das? Aber ein Kind ist immer ehrlich und weiß, was sagt direkt, was du bist. So, und darauf will ich jetzt hinaus. Warum darf ich nicht mein inneres Kind sein? Und fragen. Und fragen? Was sind deine Pronomen?
Nur fragen. Was ist das Pronomen? Ich weiß. Ja, wir müssen jetzt das und das glauben. Warum? Ich möchte gerne wissen, erklär es mir. Ja. So, dann würde ich auch gerne mal eine andere Meinung hören. Ja. Aber dann bist du ja schon sofort abgestempelt. Und das ist so ein Problem, wo ich jetzt sage. Ja. Das ist ja das Totschlagargument. Dass allein, wenn du eine Frage stellst, damit wollen die dich hier abschrecken und zu so einem Püppchen machen. Ja, voll. Dass die direkt sagen: Nazi, Querdenker, Aluhutträger. Putin-Versteher. So. Ja, voll. Aber da müsst ihr auch überlegen. Deswegen, wir wissen ja zum Beispiel, dass diese Gaspipeline von Putin selber kaputt gemacht wurde. Das wissen wir ja, klar. Genau. Natürlich. Ja. Weil das macht doch voll Sinn. Ja, genau. Das macht Sinn. Zum Glück wurde das auch gesagt. Ja, genau. Weil sonst wäre ich niemals darauf gekommen. Der hat sogar so offensichtlich ist. Ja, der hat doch seinen Ausweis liegen lassen, oder? Ja, genau. Ja, so wissen die das doch. Ja. Ja, das Muslim Putin. Die lassen immer ihre Ausweise liegen. Immer. Mhm. Aber ihr müsst ja reinziehen. Als Kind kommst du in die Schule. Das ist so geil. Ja? Und sagen wir mal Realschule, keine Offenbach, sagen wir mal Realschule, ja. In Offenbach gibt es keine Realschule in Offenbach. So, das ist die Höhegeschule. Aber du musst reinziehen, du kommst in den Unterricht, du sollst sitzen, du sollst leise sein, zuhören und eine Person sagt dir, was die Wahrheit ist. Und so eine Person soll 25 Leute formen. Ja, okay, wenn du das so ausdrückst, dann klingt das klar. Deswegen hinterfragt keiner, weil du bist so trainiert, dein ganzes Kindsein, wo du am meisten aufnimmst, dass das richtige Verhalten ist. Ja, aber sollten wir uns nicht auf die Lehrer verlassen? Weil die sind zu, was Lehrer verlassen, alle. Das sind doch die. Guck mal, ein Lehrer geht jetzt. Denkst du, alle sind Systempuppen? Nein. Okay. Zum Beispiel meine Klasse, meine Hauptlehrerin, ne? Ja. Die Frau Widi, die war die beste. Warst du mit ihr zusammen? Nee, leider nicht. So, ich liebe sie immer noch, ja? Ich liebe sie immer noch. Aber sie hat einander geheiratet. Ja. Sie war die beste Lehrerin für mich. Welches Fach? Ich hatte sie in Mathe. Ich hatte sie in. Hebräisch? Ich hatte sie in Geschichte. Ich hatte sie. In anderen Sachen, du kleiner Schlawiner. Hey, Bruder. Was ist das hier? Aber Sex mit Lehrerin. Nein, bist du so krank. Fächer. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber das hast du gemeint. Nein. Du siehst aus wie Popeye, Alter. Ich bin Popeye. Stimmt. Popeye der Seemann. Tütüt. Ja. Popeye ist ein Star. Oder willst du ihn disrespekten, wie du Gustav Ganz disrespektest? Bruder, Gustav Ganz. Gustav Ganz. Ja. Danke. Ist mal ernsthaft, wer ist Gustav Ganz? Bruder, ich dachte, das ist ein Dichter, Philosoph. Der ist ein Dichter, ja, Philosoph. Ich warte, der ist eine Comicfigur von Donald Duck, der Cousin oder so. Ja, der Cousin. Mach mal von, nicht Daniel Düsentrieb, das ist eine andere Richtung. Ja, andere Richtung, ja klar. Wie kannst du das? Ihr habt gar keinen Respekt. Also da erstmal Daniel Düsentrieb. Aber ganz kurz, wir sind andere Bauer. Warte, du Daniel Düsentrieb. Du bist geboren oder so, ne? Daniel Düsentrieb ist eine intelligente Person. Der ist ein Erfinder, der hat schon sehr viele Sachen gebaut. Aber intensiv. Den kennst du auch, Daniel Düsentrieb? Ja, aber das ist ja nicht echt. Erstmal, ich kenne den echten Daniel Düsentrieb. Dein Dad. Ja! Da muss ich auch eingeben. Ja. Also ich kenne zwar deinen Vater nicht, aber der muss richtig krasser Superheld sein. So, und dein Vater, sein Vorbild war bestimmt Daniel Düsentrieb. Nee. Doch, der hat geguckt und das hat ihn inspiriert. Aber in Iran gab es keinen Düsentrieb. Doch, genau wie uns beide. Es gab im Iran keinen Daniel Düsentrieb, oder? Doch, doch. Wir hatten Daniel Düsentrieb in Obi, oder wie der hieß. So. Wir hatten nur Kommissar Rex. Nein. Doch, nein. Läuft im Iran rauf und runter. Wirklich jetzt? Komm, ja, weil du brauchst keinen Synchronsprecher. Stimmt. Bruder, Daniel Düsentrieb, ne? Alles ist nicht inspiriert. Guck mal, zum Beispiel R. Kelly hat uns beide inspiriert. Er ist Sänger geworden, ich habe das andere gemacht, was R. Kelly macht. Oh mein Gott, ey. Ja gut, der hat doch so Catering und so, ne? Das meinst du? Ja, das feiert ihr Grünen, ne? So. Shoutout, so, ne? Die haben Grün, der wird in ihr Leben nehmen. Ja, ich glaube auch, ey. Ich habe eine Kampagne. Das ist nicht gut, aber. So, und ich bin jetzt wieder. Ja, guck mal. Stimmt, R. Kelly hat alles gekillt gerade. Wo waren wir stehen geblieben? Vuvuzela. Nein, dieser Typ, Gustav Ganz. Sansibar, nee, das war vorhin. Hä, Gustav Ganz? Gustav Ganz davor, nein, davor haben wir über was anderes geredet. Okay, Daniel Düsentrieb, Inspiration, gab's noch im Iran. Gustav Ganz, nee, nein. Popeye, wieso siehst du aus wie Popeye? Du hast mich damit unterbrochen. Ach so, ja. Aber ja, was war ich da beim Erzählen, als du gesagt hast, wieso siehst du aus wie Popeye? Weil wir keinen Respekt haben und dann hast du mit Gustav angefangen. Ganz angefangen. Egal. Scheiß, fuck it drauf. Ja, okay, was sind deine Kindheitshelden? Mussolini. Franco, nein, Spaß. Mussolini. Nein, das, also wirklich, meinst du richtig Kindheit?
Mussolini. Er passt nicht, Italiener. Der hätte sich Spanisch nehmen müssen von Ben. Ja, ja, Mussolini war nicht schlecht, gut vorbereitet. Der war schon stylisch. Ja. Steigerungsfähig, aber trotzdem. Ja. Okay. Einfach so menschenverachtende Leute. Okay. Nein, also wirklich, Kindheit. Ich bin mit Prince von Bel-Air halt komplett aufgewachsen. Das war halt so meine. Ich habe geheult, als ich vorbei war. Da habe ich nochmal gucken, wieder geheult. Aber dann mag ich ihn nicht mehr, seitdem er. Ich weiß nicht, hat er so. Ja. Der ist komisch geworden. Ja, seit wann magst du ihn nicht mehr? Nicht vor der Backpfeife schon. Vor der Backpfeife, ich fand ja, so. Klar, weil der so ein Simp ist. Der war so überheblich immer so von oben herab mit Menschen. Ich mag das nicht. Ich finde immer Augenhöhe wichtig, wenn man mit Leuten redet. Und der hat immer diese. Aber wie soll ich das machen? Ich bin kleiner als alle. Du kannst ja auf Zehenspitzen. Achso, Juan, geh mal ein bisschen mit dem Mikro so. Neig das mal nach unten. Pride Month ist vorbei. Nein, ein bisschen wo runter? Weil man sieht dein Gesicht nicht. So. Genau. Und das müsste dir eigentlich auffallen, Afshin. Ja. Dass ich dir das noch sagen muss. Ja. Wo weißt du das? Also, hast du ein Display da? Ich sehe das vom Winkel her. Das krass. Geht gar nicht von der Kamera. Ja. Der will nicht, dass er sieht das vom Abraham Lincoln her. Abraham ist stark. Und hier, ich sag's dir noch einmal, ich will den Berichtsheft sehen. Ja, den Berichtsheft? Der muss mir jeden Tag Bericht geben. Der macht jetzt eine Ausbildung hier. Ja, ich weiß. Geil, ey. Der ist ja korrekt. Ansonsten noch, Kinderhelden. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Gib mir mal. Fandst du Kim Possible geil? Was ist das? Wie, was ist das? Kim Possible? Nee, da. Lebst du hinter dem Mond? Warte mal, da war ich auch schon zu alt, ey, als das kam. Aber Kim Possible. Okay, also, ich hab Chipmunks geguckt. Chipmunks. Ich hab was von den Grünen. Der spielt doch Schein mit. Ich hab doch, der ist doch Elvin. Ich hab doch was von den Grünen gelernt. Ja. Liebe kennt kein Alter. Ja, genau. Ja, auch sind auch Kelly-Fans. Auch ein Kelly-Fans. AJ, ja. Nothing but a number. Nein, also Kind, also Chipmunks, sag mal, welche Serien hast du geguckt? Ich hab Chipmunks geguckt. Mila Ayohara, kennst du die? Ja, Mila kann lachen, das, wie die Sonne. Ich find die Verse geiler. Mila ist 12 Jahre alt, lebt im fernen Japan. Boah, die ist 12? Coole Augen. Das ist, jetzt hör mal auf, ich lass diese. Ich wusste nicht, dass die, war die echt erst 12? Die hat auch mit Flash R. Kelly abgehangen. Achso, Kickers? Sowieso. Ja. Wie hieß der nochmal? Mario war das, ne? Mario ist der Torwart. Nein, Mario war der Stürmer. Nein, Mario ist der Torwart mit der grünen Kappe. Und wer war der Stürmer? Klar, wie du einfach noch so testest. Das war Tsubasa, oder nicht? Nein, Tsubasa ist bei tollen Fußballstars. Das sind die anderen, die machen. Gregor und Kevin. Gregor ist der. Stimmt. Krass. Weil wir sind zwei Freunde. Nee, sind elf Freunde. Daneben. Was war so Musik? Was war so Musik, die du gehört hast? Ey, ich hab. Mein erster Song, den ich gelernt habe, so zum Singen, war, ich habe euch auch vorhin erzählt, Stefan Raab ist ja so mein Holy Grail, so, also mein heiliger Gral für Money. Schein, kann Englisch. Kann er, ja? Okay. Nee, ich brauch so eine Rotzsprache nicht. Ich guck die deutschen rechtlichen. Aber ich hab Shaggy halt bei Stefan Raab gesehen und da hat der Raab ihn gefragt, wie man denn Shaggy singen kann. Und da sagt er zu ihm so, jetzt muss ich erstmal so hinsetzen und dann denk an deine. Ja, Cojones, ich sag's auch Spanisch. Genau. Und dann macht er das so nach und ich hab das zu Hause auch gemacht. Es hat halt voll funktioniert. Und seitdem habe ich dann angefangen, echt gesagt, ich will mehr singen. Wegen dieser Situation. Wegen Shaggy. Ja, wegen Shaggy. Ich hab noch einen Song. Gib doch mal das Hand frei, ne? Hieß das. Shaggy und Stefan Raab. Gib doch mal das Hand frei. Ne, gib doch mal das Hand frei. Shaggy? Ja, dieses. Shaggy, der sieht aus wie so ein jamaikanischer Albaner. Ich feier das, Mann. Der ist ja geil. Ich hab das echt geliebt, ey. Und das mache ich heute noch. Me. Ich mach das. I when it's in the corner. Yeah, it wasn't me. I love what you know. It wasn't me. And when I went to Ballo. It wasn't me. Weißt du, nicht mehr. Scheiße, ist der beste Sänger. Ich hab das geliebt, ey. Findest du nicht It wasn't me geil? Den Song? Nee. Honey came in and she called me red and I'm creeping with a girl next door. Ja, Song. I picture this that we were both butt naked and banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given up an extra key? All this time she was standing there, she never took your eyes off me. Now how you get my mama, I just saw your willa. I just saw the witness and I hop into your pillar. You better watch about my fun and turn into your killer. The best for the situation or to call the winner. The real two player was an over the play. Better say I can was a better say I gay. You better I need on the word what you say. But look at me hip and a baby, no way. Sing it. But you call me on the counter. It wasn't me. I want you on the sofa. Yeah, that's the song. Then I win a dollar. Das ist it. It wasn't me. Then I win a holler. That wasn't me. Das krasse ist, Shaggy singt eigentlich wie Herbert Grönemeyer. Ähnlich. Schon mal aufgefallen? Ja. Momentan ist richtig. Momentan ist gut. Das ist so. Ja. Selber Stil. Auch Andreas Borani. Die haben alle, oder Xavier hat es auch oft. Wie singt benutzt. Andres Borani? Der hat ja diese, Mensch ist Mensch, nee, das war, wohin? Das ist Herbert. Ja. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben. Der hat auch diese Schreine immer. Der singt auch so. Die haben ja diesen Stil.
Krass. Wo machen die das? Keine Ahnung, weil es vielleicht ist einfacher zu singen vielleicht. Du Shaggy. Ich liebe Shaggy, ja. Und dann? Und dann Michael den Jackson. Shaggy, den ich kannte, war Mr. Bombastic, Alter. Na, Mr. Lover, Lover, my lover. Mr. Bombastic. Das war der Levis in der Levis Werbung. Der Levis oder wie das ausgesprochen wird. Wie heißt das? Levis, Levis, wie wird diese Jeans mal ausgesprochen? Levis. Weißt du, meine Levis, erste... Levis, Allah. Was heißt Levis? Go down, baby. Go down. Le Messer, geil, Alter. Weißt du, was meine erste Berührung mit Musik war? Right Set Fred. I'm too sexy for my love. Too sexy for... Niemals, oder? Doch. Warum? Aber auch Berührung, was? Also aus Berührung, ja. Haben wir noch Pistazien hier? Le Messer. Ey, Pistazien wäre jetzt geil. Ja, Pistazien. Oh, ich liebe Pistazien, ja. Was magst du noch so? Pistazien? Magst du Mandeln? Mandeln. Mandeln und Pistazien, eigentlich die beiden besten Nüsse. Nüsse? Die Nüsse, ja, die so Ex, die Erdnüsse nicht und sowas. Erdnüsse? Cashewkerne? Nee. Cash rules, Cashews, everything around me. Ja, das kommt wieder zum Thema Ernährung, ne? Also deswegen keine Cashewkerne. Warum? Die haben so, ich glaube, hier muss man aufpassen, was man sagt. Ich weiß nicht genau, wie das Wort heißt, deswegen sage ich es nicht, aber die haben so eine Art Enzym, dass wenn du die isst, das ist wie so eine Art Selbstverteidigung dieser Nüsse. Das haben aber alle Pflanzen. Nicht alle, manche haben das nicht. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass es deinem Körper schadet. Nee, es ist aber nicht so, dass deinem Körper schadet. Bist du so ein Ernährungstyp? Ja, ich bin hier genau. Aber wie? Andere Seite. Was heißt Ernährung? Was heißt das? Ernährung heißt, dass ich seit... Guck mal, nur weil man dann Veggies und so, heißt nicht, dass man dünn ist, ne? Also, ich hab auch was genug. Veggie. Ich bin Veggie seit 14 Jahren schon. Kennst du nicht Veggie Noble, Redman? Veggie Noble? Jetzt geh ich hier ins... Bist du Vegetarier? Ja, Mann. Ja, Vegetarier gehen noch. Findest du? Ey, guck dir mal an, krasse Leute waren Vegetarier, Mann. Okay, wer denn? Ja, okay. Wer denn? Wer? Einer deiner Freunde? Wer? Ja. Dürfen wir den nennen? Wer? Du kommst nicht drauf, was ich meine gerade. Wer hat früher Deutschland regiert, so richtig lange? Ja, stimmt. Ja, siehst du? Und der war nicht normal im Kopf. Ja, stimmt. Okay. Ja. Aber der hat Vegetarier oder Veganer? Vegetarier. Freunde, boah, das ist schon hart. Boah, Bruder, du brauchst mir doch Probleme. Sorry. Nein, und dann hast du, wie heißt er hier? Da Vinci war auch Vegetarier. Ja, das ist natürlich ein Beweis, dass das ein super gesunder Lebensstil genau, ist. Siehst du, das weil wir voll viel von Da Vinci wissen, so. Außer das Bild, das sie von dem sehen. Hallo, das krasse Sache. Oder Leute im Knast, die pädophil sind, malen auch geile Bilder. Ja, da hast du recht. Aber ich finde das. Frag die Grünen selber. Nein, das ist zum Beispiel richtig Bullshit. Das ist das Problem. Kennt ihr diese verrückte vegane Tante? Du hast jetzt gesagt. Ganz kurz, TikTok, da ist doch diese Tussi. Ja, genau. Die doch Kinder fertig macht. Genau, die ist komplett Banane. Nein, du sagst, es gibt sehr viele krasse Veganer. Und hast du aber gesagt, ey, die wurde jetzt exposed, ne? Veggies, wo sind die? Nicht zehn weiter auf. Guck mal, das macht er auch immer. Kann ich Google benutzen? Ja, klar, Google. Die wurde jetzt exposed, ne? Ich Google. Wer? Die aussieht wie Sid von Ice Age. Genau, und ja, ich will was dazu sagen. Der hat den Döner gegessen. Nein. Ja, vielleicht hat sie einen Veggie-Döner gegessen. Vielleicht war. Ja, kann auch sein. Das kann sein. Warum hat die aber kein Kinn? Ich gucke jetzt. Bruder, weil sie sehr. Weil als Veganer. Guck mal. Und die hat so einen langen Hals. Damit du als Veganer, und das ist so. Diskutiere ich mit jedem aus. Alle Nährstoffe ausreichend kriegst, die dein Körper braucht. Protein, also ausreichend Proteinquellen oder irgendwelche Nährstoffe, musst du so bedacht essen und du musst. Und pflanzliche Proteinquellen sind nicht so gut wie tierische Proteinquellen. Das ist auch. Und du musst also du kannst es hinkriegen, aber es ist mit so viel Arbeit verbunden, was der normale Veganer nicht macht. Der normale Veganer sagt. Ja, ich will nicht, dass ein Tier stirbt, obwohl Tiere sterben durch die Produktion vom veganen Essen. Ich hab nur was gelesen. Insekten, Mäuse, Ratten, die sterben ja auch alle durch die ganze... Die sind einfach verwirrt, ein Veganer ist verwirrt. Ja, aber ich wollte gerade... Komm, und jetzt wird immer dieser obligatorische Veganer-Kommentar bei YouTube, ich sehe den immer übrigens, ne, nur damit ihr Bescheid wisst. Lisa hat keine Ahnung, es ist nun mal so, dass... Nein, ist es nicht. Nur weil du es dann in den Kommentar dahin reinschreibst, ist es nicht die Wahrheit. Aber erzähl. Ich wollte was zu dieser Frau sagen. Das Problem ist, die ist echt so am Arsch, wie die mit den Leuten umgeht und was sie macht. Also sie sieht auch nicht gesund aus. Ja, noch dazu. Und das Problem ist, jetzt und die alle, ist die jetzt nicht. Noch, das ist auch noch wahr. Wenn du. Jetzt wird diese Schublade aufgemacht
Und die, wie bei den Querdenkern, ja, werden diese normalen Veganer oder Vegetarier, ja, die einfach offen sind, ne, für, ja, für den Diskurs, ja, und für, ja, Gespräche, werden da reingeschoben. Nein, und das finde ich halt scheiße. Ja, du hast recht. Guck mal, du siehst erstmal stylisch aus. Das heißt, weil du Vegetarier bist. So. Wie Tarkan übrigens. Tarkan. Ich kann nicht mehr. Ja. Tarkan ist Vegetarier. Ja, guck mal. Ja, Bruder, das ist so. Mama, ich bringe jetzt einen guten Namen, okay? Ja. Leonardo DiCaprio. Der ist kein hundertprozentiger Vegetarier. Also, soweit ich weiß, ist er Vegetarier. Der isst ab und zu aber Fleisch. Hast du mit dem schon gechillt auch? Nein, aber man weiß es. Weil, okay, man den ab. Weil kein Vegetarier ist ein 100%. Guck mal. Paul McCartney? Mhm. Bruder, Paul McCartney sieht aus wie eine Eule, die so auf dem Ast sitzt und irgendwie. Okay, war so. Nena. Nein, wir müssen ja einen Athleten nennen. Ja. Kennst du nicht diese Netflix-Dings irgendwie? Bruder, ja, die nennt jeder Vegetarier. Die ist doch diese Footballmannschaft. Ja. Was? Ja. Diese Veganer. Ja. Wo die sagen, die haben mehr Ziele erreicht. Und haben so sie nicht. Das, also, die Doku wurde schon tausendmal widerlegt. Und, aber wenn es auf den Ursprung zurück ist, okay, Menschheit. Ja. Und wie wir angefangen haben. Ja. Ohne Feuer könntest du jetzt nicht rohes Fleisch richtig essen. Ja, die Menschen haben vorher auch nicht gemacht. Manche, wir kommen ja vom Ursprung, guck mal, das sind keine Schneidezähne. Wir können es essen, weil wir Feuer haben und es so zubereiten. Das ist Quatsch. Wir haben aber, okay, Zähne, um Fleisch zu verarbeiten. Nee, wir haben. Kannst du Zement in deinen Magen verarbeiten? Natürlich nicht. Warum nicht? Ja, weil ich nicht nein, dafür gemacht bin, mein Körper. Okay, und warum kannst du Fleisch in deinem Magen verarbeiten? Die Frage ist es, kannst du es richtig nicht verarbeiten? Nicht die Frage ist es, kannst du es verarbeiten? Nein, kann ich nicht verarbeiten. Fleisch kannst du nicht in deinem Magen verarbeiten? Nimmst du vom Fleisch nicht gesunde, nimmst du nicht Nährstoffe es vom ist, Fleisch es ist auf? Etwas Totes. Verstehst du meine? Was? Ach so, aber die Gurke lebt. Die was? Die Gurke, achso, du meinst, dass es vorher gelebt hat? Ja. Achso, du machst. Ich glaube an Energien auch viel, es ist ein bisschen komisch. Es wird getötet und dies. Nein, ich weiß, Bruder, was du, guck mal. Aber Pflanzen sagen, haben ja auch gesagt. Wenn ja, dein Körper die Funktion hat, meint er, ja, wenn dein Körper die Funktion hat, es zu verarbeiten und die Nährstoffe rauszuholen, ja, und dann das auszuschalten. Weil sonst wird es ja dein Körper abstoßen. Ja, du kannst ja auch kein Schwert essen. Das sagt er. Ja. Das ist ein gutes Argument. Natürlich ist ein gutes Argument. Aber man sagt ja auch, dass unser Darm von der Länge nicht für Fleisch gemacht ist. Wer sagt das? Wo steht das? Wissenschaftler. Ja. Der Wissenschaftler sagen auch, wir müssen jedes für 8 Stunden zahlen. Da kommen direkt die Fleischfresser. Ja. Oh, wie süß. Ja. Kaya, komm mal her. Komm mal her. Geil. Komm mal her. Na? Zwillinge. Nein, Vater und Sohn. Vater und Sohn. Er ist 14,5 schon. Kaya, na? Den kannst du nicht hochnehmen. Der ist richtig Action. Komm her. Den kann man nehmen. Ey, wieso sehen die aus wie Füchse? Die sind verwandt. Mit Huskies und klar, wie jeder Hund Wolf. So. Du hast auch einen großen Hund, hab ich gehört. Mhm. Ja, der mich angegriffen hat übrigens. Wie? Ich hab Cookie zur Anzeige bringen können und ich hab's nicht gemacht. Und letztes Mal? Komm her, Cookie. Da war der nett. Komm her. Wie heißen die? Cookie. Ja. Und Akaya. Akaya ist so ein japanischer Name, weil die japanische Rasse sind. Ich weiß, ich kenn das. Übersetzt, Akaya? Akaya ist Krieger. Papaya, so eine Frucht. Fast. Blutrote Nacht. Krass, ne? Ja, der ist ein krasser Typ. Total, ey. Cookie. Was geht ab? Den sieht man sowieso nicht. Ist sie auch Vegetarierin? Sie ist sogar, seitdem sie 4 Jahre alt ist, Vegetarier. Echt? Seitdem sie 4 ist. Und pass mal auf, ihre Oma hat eine Metzgerei gehabt. Ja, das verstehe ich das. Sie ist traumatisiert. Mich verstehst du nicht. Okay. Oder bist du Vegetarier wegen... Nee, ich fand sie deswegen noch interessanter damals. Also uns so gedatet haben. Okay, aber du, wie du es erklärst, na? Du bist ja aus moralischen Gründen Vegetarier. Und Gesundheit, beides. Guck mal, aber wenn man aus moralischen Gründen Vegetarier ist, dann schätze ich das. Ich bin aus moralischen Gründen Vegetarier. Ja, das finde ich sehr gut. Danke. Nein, wirklich. Das ist eine gute Eigenschaft. Ja, ich da sage ich nichts. Weißt du warum? Ich sag mir immer, ich kann kein Tier töten. Selber, mit der Hand. Sollst du ja nicht, das macht ja der Bauer für dich. Genau, dann ist es für mich wie ein Auftragsmord, Mann. Weißt du, was ich meine? Ja, Auftragsmord, den gibst du ja nicht. Ich habe zum Beispiel Respekt vor Leuten, die sagen, ich töte selber und esse das Fleisch, weil da haben die einen Bezug dazu. Bruder, sagst, ich reiß cool. Fliegen so die Flügel raus aus Spaß. Wenn die mich nerven zu Hause. Wer? Wen? Fliegen. Ja, aber Fliegen isst du nicht. Nein, ich esse die nicht. Aber das, was du isst, könntest du es töten? Ja, klar. Sicher? Ja, ja. Du kannst den Haaren Kopf abmachen. Ja, ja. Ich gucke immer gerne zu, weil ich mag das, wenn er noch so rumläuft und das Blut spritzt. Ernsthaft. Ernst, das sieht geil aus. Der mag dieses Geräusch auch, wenn so ein Schaf Mäh macht und dann dieses Mäh so im Blut ertränkende Lunge ist. So. Und dann flubbert so. Ja, ich habe so ein bisschen... Du hast der ein bisschen mag das. Ja, guck mal, es ist nun mal so. Guck mal, wo ich dir recht gebe. Bitte. Und allen Vegetariern und Veganern. Veganern auch oder nur Vegetariern? Ich gebe allen recht. Wie die Massenhaltung hier abläuft, ist absolut ekelhaft. Aber wissen wir das? Waren wir da? Ich glaube auch, dass es Propaganda ist. Es gibt Propaganda gegen die Massen.
Das ist eine Ehre, ohne Witz. Nein, es gibt schon. Ich war mal auf einer auf dem Schlachthof. Ja, also nein, das ist keine Massentierhaltung. Er redet ja von diesen Riesenlagern. Ja, da waren aber eine Million Kühe. Okay. Da waren jetzt nicht eine Million. Darf ich ausreden? Ja, sorry. So, danke. Ich denke, wenn ein Mensch sich so eine Doku anguckt, was da wirklich teilweise abläuft, dass man einen Ekel auf Essen, auf Fleisch bekommt, wie man das isst, ne? Ja. Also, dass man das überhaupt isst. Das verstehe ich. Voll. Ich habe schon ein, zwei Szenen mal gesehen, da wurde mir selber schlecht. Selber schlecht. Ja. Jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, das verstehe ich und man übertreibt. Und das ist. Ich versuche es anders zu erklären. Wir reden jetzt nur allein von Wiesbaden. Ja. Oder wir sagen Frankfurt. Okay. Frankfurt, ich glaube, 600.000 Einwohner. Circa nochmal 300.000 Touristen jeden Tag. 300.000 Ausländer. Türken. So irgendwas, sagen wir mal 1 Million Durchlauf, ne? 600.000. Allein wenn ich überlege, wie viele Supermärkte es in der Umkreis von hier alleine schon hier gibt, ich glaube 15 oder 20, wo jeden Tag LKWs ankommen mit tonnenweise Fleisch. Abgepackt in 500 Gramm, 1 Kilo. Ich glaube, es gibt genug Tiere. Tonnenweise. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man das normal halten kann oder normal produzieren kann. Ohne Spritzung, ohne. Ist doch beim Gemüse genauso, beim Obst. Ja, das ist ja egal. Okay. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Weil es einfach zu viel produziert werden muss. Weil eine Kuh oder so, ne, die braucht ja eine Zeit, bis die erstmal erwachsen ist. Also, das ist. Also, ich denke, dass dafür. Ich bin gleich fertig. Allerdings, wenn du zum Bauer gehst, ne, es gibt ja hier einen Bauer, wo ich zum Beispiel ab und zu Fleisch hole, wo du siehst, die haben sogar einen Ausweis, die Kühe. Du weißt, wie die gehalten werden. Genau, die kommen das ist normal. Unter 18 und geschlachtet wird, habe ich kein Problem, das zu essen. Aber wenn ich so jetzt eine ekelhafte Massentierhaltung sehe, ne, finde ich das auch nicht in Ordnung. Aber das differenzieren diese Leute nicht, die auf die Straßen gehen. Das differenzieren sie nicht. Die greifen dich an, weil du Fleisch isst, wegen dieser Massentierhaltung. Kümmert euch. Obwohl es in unserer Natur ist, Fleisch zu essen. Dann geh doch hin, wenn du diese Massentierhaltung aufhören willst, dann überzeug mich doch damit zu kämpfen dafür, weil ich finde das ja auch nicht in Ordnung. Mich kannst du nicht überzeugen. Aber das wird er auch nicht in Ordnung finden. Wenn er sieht, wie Tiere abgeschlachtet werden und wie ekelhaft die behandelt werden. Ich hab doch schon bei Schlachtung, war ich tausendmal dabei. Ja, Bruder, du redest von der normalen Schlachtung, wo ihr nochmal so zwei, dreimal so ein paar Sätze sagt. Du musst dir reinziehen, der Job, wo die meisten Selbstmordraten sind, ne? Die das ist was ganz anderes. Ich hab's gerade nicht mitgekriegt, weil ich voll in meinem Film war. Boah, Bruder. Was hat er gesagt? Ich muss den eigentlich umbringen, aber scheiß drauf. Die höchste Selbstmordrate, jobtechnisch, sind nicht die ganzen Finanzinstitutsleute. Das ist geil. Ich liebe ihn aber trotzdem. Ich will nur sagen, sind die Leute, die in diesen Massentierhaltungen arbeiten, du musst dir reinziehen, der steht da, der Typ. Und dieser Bolzen, guck mal, jede 5 Sekunden, tup, hier rein, in die Kuh, bam, tot, tot, tot. Und die bluten da aus. Das macht die Leute fertig. Guck mal, Juan, aber das ist zum Beispiel eine Aussage, warum ich oft diese Veganer-Szene nicht ernst nehmen kann. Okay. Wo ist diese Statistik, die sagt, dass die größte Selbstmordrate, pass auf, ich such diese Leute sind im Schlachthof? Ich schick's dir. Niemals stimmt das. Ja, Bruder, ich habe auch zu kämpfen. Wie viele Fahrradwege soll ich noch sehen? Soll ich mich jetzt umbringen? Nein. Das belastet mich auch. Dreispurig wird zweispurig, zweispurig wird einspurig. Aber dein Hund isst ja Fleisch. Das ist voll kontrovers und es stört mich auch, dass sie Fleisch essen. Wieso stört dich das? Was für ein gestörtes Fleisch? Nein, ich finde es komisch. Ich will kein Tier töten, aber dann kaufe ich Essen für die, wo ein totes Tier ist. Ja, weil die das wollen. Ja, Doppelmoral. Bisschen Heuchler. Aber die essen manchmal auch ein bisschen Veggie. Doppelmoral, Heuchler. Nein, der Hund ist glücklich mit Fleisch essen. Der weiß, was abgeht. Aber die sind geil, diese Hunde. Ich höre, die sind voll schön aus. Ja, guck mal. Diese Veganer-Ding. Guck mal, ich sag dir, ich habe schon mit sehr vielen Leuten zu tun gehabt. Hier sind sehr viele Hunde hier. Ich komme mir vor wie in der Deutschrap-Szene. Das ist. Ist das so, oder was? Ist das so? Weil ich finde, ach so, jetzt bis jetzt verstanden. Sind Veganer. Jetzt habe ich ihn. Bis jetzt sind die. Bis jetzt sind die Veganer, ich finde, die asozialsten aller Zeiten, die so zu mir rangetreten sind. Ja. Das, was die sind unhöflich, die sind asozial, die beleidigen dich. Die tun so, als ob du ein Baby bist. Nein, du bist ja so ein normaler Typ. Und du bist Vegetarier, du bist kein Veganer. Ja. Die sind anders, Vegetarier machen diese. Bist du vegetarisch oder Veganerin? 100% Vegetarierin und 50% Veganer. Wie soll das denn gehen? Wie geht das? Ist ja so, als ob ich sage, ich bin 100% Christ, aber 50% Jude. Was soll das sein? Erklär mal, wie meinst du das? Ja, so, aber guck mal, Vegetarier sind alle, guck mal, du bist hier Vegetarier. Ja.
Ein guter Freund von mir, der auch hier war. Hussein, Vegetarier, Savas, Vegetarier, alle entspannt. Ja, es geht ja auch um bei den Vegetariern, ich spreche das mal für mich, geht es darum, Verständnis, Wachsein, dieses Massentierhaltung, vielleicht nicht zu viel Fleisch konsumieren, sondern einfach normales Verhältnis. Ja, aber warum bist du ein gestörter Spast? Warum gehst du hin, also nicht du, ich meine, warum bist du so ein gestörter Typ, dass du mit einem Bildschirm hingehst vor McDonald's und sagst, das ist ihr, das ist ihr. Ja, wenn ich das sehen würde, ich würde sagen, das ist voll geil. Das würde mich ja noch mehr inspirieren, Fleisch zu essen. So, mach mal ein Reverse. Mach mal Reverse, mach mal Repeat. Das finde ich, das ist krank. Oh, Repeat, Allah. Ja, das ist krank. Leves, Allah. Leves. Sei doch normal. Ja. Ich bin da voll bei dir. Und deswegen wollte ich sagen, man muss da das Gefühl dafür haben, dass die meisten nicht so sind wie diese Verrückten, die man da sieht. Weißt du, ich meine? Die dann ihre viralen Scheiß-Klicks kriegen. Also es ist wie bei den Homosexuellen, die, wie wir alle kennen oder Freunde von uns sind. Oder wie ich zum Beispiel. Ja, sind ja ganz normal. Sind ganz normal. Ja, ich zum Beispiel. Ja, er. Ja. Guck mal, Homosexueller, der ganz normal entspannt ist. Ja, genau. Gar nicht gemerkt. Ohne Druck, aber ohne nix, ohne Aua, Aua. Ja. Nee, aber guck mal, einfach nur Fazit aus der Sache ist, ich finde es wichtig, dass man Bewusstsein hat, dass es ein Lebewesen ist. Auch wie die Pflanze ist auch ein Lebewesen. Ja, man soll nicht übertreiben mit allem. Einfach respektvoll. Mit sind wir. Genau, darum geht's nur. Deswegen essen wir die. Weil man sagt, wenn man etwas isst, du nimmst die Seele auf. Okay, dann müssen wir bei so einer Massentierhaltung einfach den Song laufen. R-E-S-V-E-C-T. Ich würde ja auch einen Mensch essen. Niemals. Doch. Klar. Natürlich. Was? Aber bewusst oder unbewusst? Nee, das kommt so in welche Richtung. Ja. Du feierst bestimmt auch die Serie, werde ich mit dir. Dama? Ja. Ja, klar. Du hast die schon dreimal gesehen. Du wirst lachen. Sie hat die Serie angefangen, ja, zu gucken. Und ich habe zu ihr gesagt, ey, Nisa guckt die 100% auch. Yeah. Bevor du es in dem Podcast gesagt hast. Ja, klar. Ich wusste, das war mein Leben. Sein. Das war mein Leben. Das bist eigentlich du. Ja. Ich überlege dir jetzt auch zu gucken. Das finde ich. Hast du gesehen? Nee, ich wollte jetzt auch anfangen. Nee, du musst gucken. Die erste Folge, du lernst ist sehr ekelhaft. Viel. Ja. Nein, die ist richtig geil. Die erste ist super ekelhaft. Nein. Ich wollte aufhören, weil ich glaube, du bist auch so emotional. Nein, ich finde auch, dass die sehr viel Propaganda gegen Jeffrey da machen. Das ist doch richtig ekelhaft. Ja, Bruder, guck mal, wie die den darstellen. Du glaubst gar nicht, dass er gar nicht gefasst worden ist. So dumm, wie der teilweise war. Ja, aber guck mal. Fasern, sie guckt schon so die ganzen E-Mails und das und warum. Nein, guck mal, die haben Jeffrey Dahmer echt unrecht getan. Guck mal. Das ist aber Jeffrey Epstein, ist doch jemand anders, ne? Jeffrey Epstein ist ein anderer. Ah, der ist auch Jeffrey. Ja, genau. Das hat mit dem Namen zu tun. Jeffrey Epstein. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, der hatte diese Insel. Ja. Jeffrey Epstein. Ja. Aber die wichtige Frage, heißt es Levis oder Levi's? Wie heißt das? Levis. Sie hat ein Jahr in Amerika gelebt, vielleicht ist es das der Grund. Levi's? Ja, dann heißt es Levi's. In Amerika, aber die sagen ja auch zu anderen Sachen immer alles falsch. Die sagen auch Oktoberbier. Ja, stimmt. Oktoberbier. Aber Levi's ist ja eine amerikanische Firma. Ja? Marke, ne? I don't know. Sorry. Yeah. Dass wir dich so gestresst haben mit unseren Questions. Know. Tut uns very sorry. Yeah. Spit in the teeth, Alter. I don't know. Ich wollte, dass ich den... Ich sagte, ey, alle schreiben mir, niemand schreibt hier. Yeah. 1000 Leute schreiben mir, ey, spill the tea. Also spill ich den Tee. Junge. Schöne Grüße. Das ist voll schlimm, spill diese englischen Antworten immer, ey. Ja. Du bist jetzt eher auf... I don't know. What you came to do, girl. Asher, Dings, guck mal, Englisch... Also es heißt Levi's, ja? Levis, Alter. Levis, viel geiler. Du wohnst in Offenbach, ne? Offenbach Bieber. Wie Justin Bieber geschrieben. Ist das eine gute... Nee, Offenbach gibt's keine guten Gegenden. Doch, das ist das Ding. Du bist in Offenbach gibt's gute Gegenden. Bruder, der fährt einen Tesla. Der Mann hat Geld. Du, was soll ich sagen, was du fährst hier? Ich hab nicht mal ein Auto. Kannst du gerne sagen, aber... Dodge. Dodge. Oh, Dodge. I love the Dodge. And I'm more than Dodge. Ey, was ist dein Tesla? Ich weiß gar nicht, was für ein Auto ist. Von Elon Musk, den reichsten Mann der Welt, seine Automarke. Sein Auto fährt alleine, so ist ein eigener Computer. Der fährt auf der Automarke alleine. Hat kein Lenkrad? Der hat Lenkrad. aber er hat recht, es geht da in die Richtung, dass die ohne Lenkrad bauen, die Autos. Das ist so wie bei Timecop von Van Damme, wo du dich reinsetzt und das fährt alleine. Ja? Ja. So sieht's aus. Tesla, wow, sein Auto kostet mehr als meines. Never. Niemals. 100%. Niemals. 100%. Du hast doch diese RS-Geschichte. Ja, egal. Das kostet schon, die Ausstattung von dir kostet wie mein Tesla. Niemals. Doch. Kann ich mir sein Auto leisten? Ja, safe. Ja, du bist ja reicher als wir. Nein. Das stimmt nicht. Guck mal, wenn der Podcast aus ist, komm, zeig. Ich euch einen Trick. Wo ist deine Uhr? Ich meine 10 Euro. Was ist mit dir ausreden? Der kommt aus dem Palast raus mit eigenem Koch. Aber ich hab Casio. Ey, ich dachte, du bist irre. Ich hab mir 10 Euro.
Aber das war schlau. Ja, das ist richtig schlau. Aber ich habe ihm gesagt, das wird nicht mehr lang mehr funktionieren. Doch, klar. Nein, nein, das wird nicht mehr lang. 10 Euro kostet. Das ist genau wie bei Jeffrey Dahmer. Da kommt jemand zu ihm und sagt, du wirst irgendwann erwischt. Der so, nee, nee, geht noch, geht noch. Ja, der ist so. Das ist echt hart. Aber ja. Tesla, wie kommen wir von Tesla? Was war davor? Das ist so ein Tesla. Wie fährt das alleine, das Ding Tesla? Kann alleine fahren. Da gibt es so ein paar Tricks, dass er ganz alleine fährt, dass du nicht Hand dran machen musst und so. Aber das der biegt sogar immer ab. Ich mache immer so Hand dran. Also nicht dieses alleine fahren auf der Autobahn, das, was meiner auch macht. Ja, genau. Macht ja meiner auch. Der kann abbiegen. Nein, der biegt ab, der bremst. Also ein richtiges Auto für Frauen. Ja. Genau, ohne Schaltung. Nein, damit die auch fahren können. Ja, yeah, sie fährt auch Tesla. Weil die können ja auch nicht fahren. Ja, eben. Du fährst auch Tesla. Ja. Ja, was sonst? Die können ja sonst nicht fahren. Hallo? Die kann nicht das fahren. Ist ein Hilfestellungsauto. Ja. Fahren die von alleine? Aber pass auf, ich sag's dir so. Also kannst du zum Auto sagen... Ich in Deutschland jetzt darf das nicht, aber in Amerika, dasselbe Auto, hat da eine andere Genehmigung, weil die nicht so kompliziert sind wie unsere Regierung, ne? Mit Regeln und bla bla bla. Ja, wie die, genau. Bei den Grünen. Wie bei den Grünen, so sieht's aus. Und deswegen, da kann der eine Stunde lang, der holt dich zu Hause ab, und fertig bist du hier, ein Studio und fertig. Ohne dass und kann auch so hier reinfahren auf den Hof und parken und so? Ja, der hat ja alle Sensoren. Was ey, machst? Das ist ja so richtiger Knight Rider-Shit. Wie fährst du denn? Mit Augen, oder? Und mit Erfahrung? Ja. Der hat Augen und mit meiner Seele. Mit deinem, oh, okay, das ist schwer. Mit ey, aber das ist ja voll, dann hole ich mir auch so hin. Wie meine, kann man auch mit dem Auto reden? Ich kann es schnell mal zeigen. Ich kann über mein Handy reinreden und dann redet der in so einer Knight Rider-Stimme draußen mit dem Auto. Geht das? Ja. Du kannst auch sagen, ey, Kid, was geht ab? Und ja. Dann, also er sagt halt, der sagt das, was du sagst. Also ich antworte. Ja, okay, ja, aber, so ein Auto. Aber hast du mal die Unfälle gesehen? Ja. Wo die Tesla-Funktionen versagen? Ja, aber das sind ja auch wenige. Also wenn ja, du vergleichst. Na und? Ja, na und? Hast du mal die Unfälle gesehen mit normalen Autos? Ja, aber die guck mal, halt so ein Tesla ist einfach automatisch in der Innenstadt einfach so 200 plötzlich gefahren und der Typ konnte nicht mehr bremsen. Das ist, glaube ich, Fake News. Ich habe es gesehen, das Video. Ach, der ist da reingekracht, Alter. Das musst du doch, mir zeigen. Tesla hat auch Fehlfunktionen. Du kannst dich nicht natürlich nur auf die Tesla verlassen. So wie auch Flugzeuge Fehlfunktionen haben und so. Ja, deswegen alles. Haben wir auch Flugangst, wir beide. Ich weiß. Was ist denn das, was ihr da nehmt? Ich glaube, wir dürfen nicht darüber reden. Okay. Worüber? Ich glaube nicht, dass du hier Medikamentennamen erwähnen darfst. Okay, vergiss es. Dann scheiß drauf. Ich habe noch eine Frage an euch, die ich hier okay, kann ich dem Tesla sagen? Kann ich mit dem, weil du sagst ja, der redet mit dir. Guck nein, mit dir nein, nein. Der redet, redet das, was du ihm sagst. Also, du kannst jetzt Leute auf mein Handy. Guck dir mit dir Filme, dieser Tesla. Theoretisch ja, weil du ihn laufen lässt, aber der antwortet dir nicht. Aber hört er mit dir Mucke? Ja, klar. Kannst den Tesla fragen, ey, das neue Method-Man-Album ist gut und er antwortet. Nein. Nein, das geht nicht, das geht nicht. Okay. Du könntest aber jetzt auf dein Handy schauen, ob jemand dran vorbeiläuft und dein Handy reinsprechen und dann redet er in dieser Knight Rider-Stimme und die Leute erschrecken sich. Ja, okay, das ist stylisch. Du kannst auch die Hupe ändern, kannst du einfach so wiki-wah, das ist dann die genau, Hupe. Genau, ja. Oder du kannst Witze erzählen über das Handy und der draußen spricht die Witze. Ja, wieso holen wir uns nicht so ein Auto? Weil das schwachsinnig ist. Warum? Ja, die Wahrheit ist, er braucht Sound. Ich brauche erst einen Sound und ich finde, ein Auto, ich will diese Kraft spüren, ich will diesen Sound hören und ich will noch fahren. Du denkst auch, du bist... Nein, ich will noch so ein Oldschool-Typ. Wie heißt der? Dominic Toretto. Wer ist das? Wer ist das denn? Wer ist Dominic Toretto? Vin Diesel bei Fast and Furious. Ah. Nee, ich brauche noch so ein Autogefühl. Ja? Ja, ja. Aber so ein Tesla würde ich mir vielleicht holen, so wenn ich ein bisschen älter wäre. Und sag, okay, ich habe keinen Bock mehr zu fahren. Kann man einen Huhn in einen Tesla setzen und das fährt? In Amerika, ja. Da gibt es Leute, die haben ihren Hund. Es gibt Leute, die steigen ins Auto ja. Und schlafen einfach 2 Stunden genau. Und es fährt dann bis zum Ziel. Ja, okay, das ist aber krass. Das ist ja Zukunftsshit. Ja, ja, Mann. Ach, das wusstest du echt nicht? Nein. Wie das nicht? Das ist doch voll auch viral so im Internet überall. Ja, aber ich bin so mit Autos, das Gebiet interessiert mich nicht. Ist so wie okay. Fußball. Ja, krass, ey. Ja, Mann. Bist du zufrieden? Ich bin mit was? Mit dem Auto? Tesla? Sehr zufrieden. Und du? Also wirklich sehr zufrieden. Einfach, weil es saugünstig ist. Gibt der Tesla auch euch Beziehungstipps? Es ist scheißgünstig. Ich sag dir eine Wahrheit jetzt. 100%. Ich fahre das Auto für 0 Euro. Ja. Und da gibt's, musst du halt verstehen, wie man es anwendet. Ne? Du kriegst einmal Umweltbonus. Weißt du ja, ne? 6.000 Euro. Ich habe keinen gekriegt. Ja, weil du kein Elektroauto hast. Mhm. So, das heißt, 6.000 Euro hast du, um eine Rate abzuzahlen. Ne? Erstmal. Kannst du die Rate auf 600 Euro machen. Und nach der Zeit, nach einem halben Jahr, kannst das Auto verkaufen und den Bonus behalten. Und jetzt gibt es den folgenden Trick. In Dänemark kosten die Autos mehr als hier in Deutschland. Das heißt, du vertickst nach Dänemark und am Ende bist du bei null raus oder machst sogar Profit. Das ist das Ding. Du fährst du hast keinen Verschleiß, du hast keinen Zündkerzen, Ölwechsel, das fällt alles weg. Aber die Zündkerzen... Gibt's nicht da drin. Machst du die mit dem Feuerzeug an? Nein, das ist ja Batterie. Ja, okay. Ist nur eine Batterie. Das sind zwei Elektromotoren. Und wenn man so umweltbewusst ist, wegen Elektroautos, ja, das Lithium von der Batterie, ja. Wie wird das gewonnen? Das ist ganz sauber. Ganz sauber. Ja, natürlich. Ganz umweltgerecht, ne?
Tatsächlich. Ihr Umweltbewussten. Die CO2-Norm. Und wie wird Lithium gewonnen? Das kann man sauber gewinnen. Tesla gewinnt es sauber. Ja, klar. Alter. Ich mein's im Ernst, Mann. Das ist wie Kochsalz. Du kannst Kochsalz nehmen für Lithium gewinnen. Ey, diese zwei Hunde, der eine ist ja Vater, der andere Sohn. Ja. Wo ist die Mutter? Das musst du sie fragen. Ja, ist das aber eine Frage, die Schmerz verursacht? Nee. Okay, wo ist die Mutter? Die ist durchgebrannt mit einem anderen Hund. Ja, genau. Echt? Was ist das denn für eine Mutter? Nein, die Wahrheit ist wirklich, der war nur Deckhund. Ja. Also der Ältere. Also der benutzt eine Decke? Genau. Nein, das sind Leute, die suchen Hunde, damit jemand, wer heißt es, Welpen machen kann, ne? Zuhälter. So ungefähr ist es. Zuhälterei? Zuhälter in der Hundeszene. Und er war sozusagen der Samen. Warte, also er ist ein Hund, der nur, nee, warte, der Vater ist. Er ist der Vater. Der ist, wie, du erkennst das so? Ja, weil er hat dieses Geschirr an. Der ist was? Der ist 14,5 Jahre alt, ne? Geschirr ist das Halsband. Das ist hier dieses Ding. Also ungerechnet 96 Jahre alt. Okay, ist aber schon OG. Krass. Ja, richtig OG. Fast das gleiche Alter wie du. Ja. Okay, und der hat eine andere Frau geschwängert. Genau. Einfach so, aber ohne Liebe. So wie früher war auch bei... War eine sachliche Ehe. Genau. Also, und dann hat er die Frau weiterziehen lassen. Hat die weiterziehen lassen. Und dann... Hat sich um seinen Sohn gekümmert. Genau. Der gesagt, den lasse ich einnehmen, Schmidt. Der weiß gar nicht, dass es sein Sohn ist. Das ist der Punkt. Warum? Ein Hund hat nur Instinkt, keinen Verstand. Ja, aber sagt ihm sein Instinkt nicht, dass dein Sohn... Nein. Ey, glaub mir, so wie die sich fetzen... Na, wobei, doch, Eltern... Nein. Sohn und Vater kann ich aufwetzen. Das heißt, die könnten auch zusammenkommen? Ja. Nee, weil es ja Mann und Mann ist. Also stimmt, heute geht's ja. Ja. 2020, ja. Geht alles. Geht ja alles. Also könnten die ein Paar sein? Ja. Naja. Doch. Aber die sind beide nicht kastriert, die fetzen sich eher. Weil in der Tierwelt gibt's auch Homosexualität. Wer sagt das denn, die Grünen? Ja. Ja. Okay. Aber du wurdest gebissen von seinem Hund. Angegriffen? Nein, angegriffen. Nein. Der hat sich gefreut. Mal, nicht ein hat sich gefreut, Danke, dass du meinen Hund nicht anzeigst, dass du das nicht meldest. Man wird den einschläfern. Guck mal. Wie groß ist der denn? Sehr groß, größer als ich. Also wenn er hochsteigt, ja. Also wenn er steht? Das ist ein Labrador mit Golden Retriever gemischt. Aber noch so hoch. Gibt es noch einen Platin Retriever? Ja. Echt jetzt? Also wenn er steht, ist sein Kopf hier. Doppelplatte. Wenn er hier steht, ist sein Kopf hier. Boah. Das ist ein Golden Retriever? Ja. Wie viele Platten hat der verkauft? Nein. Ja, Mann. Aber auch, wenn du zum Beispiel andere... Das heißt, er hat verschiedene Hundeeltern. Ja, aber er ist nochmal trotzdem größer als die normalen Mischungen. Und ich habe aber letztes Mal... Er ist komplett muskulös. Ich habe aber letztes Mal... Also auch wirklich, der ist so ein richtig krasser Hund. Ich habe letztens bei einer Comedy-Show aber gefragt, ob so ein Dackel mit so einem anderen Hund ein Kind machen kann. Und die haben gesagt, das geht nicht. Und der hat ja auch verschiedene Hundeeltern. Ja, aber es ging ja um die Größe. Also geht das nicht? Der bricht ja. Stell mal vor, Shaquille O'Neal geht auf eine 1,30 Frau. Ja, aber das geht ja. Es geht echt. Ja, klar geht das. Aber die bricht. Die bricht, Bruder. Das Problem. Wird die schwanger? Die haben nur ein Entry. Warte. Kann so ein Schäferhund ein Dackel schwängern. Oder so ein Spitz. Spitz, oder? Du meinst Zwergspitz. Ja, wie von Fleck. Fleck. Kann sein Hund. Fleck, sag mal, geht das? Kann sein Hund diesen Spitz schwängern? Ich glaube theoretisch ja, ne? Du kennst doch Fleck seinen Hund. Könnte dein Hund seinen Hund schwängern? Ich weiß es nicht. Ja, die haben ja auch unterschiedliche Größen. Und was für Größen? Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, die Menschen machen das eher so dann. Darüber haben wir doch schon mal geredet künstlich. Im Podcast. Ja, und? Echt? Davon nur einmal über den Tipp. Nee, da haben sogar voll viele ihre Meinung drunter geschrieben. Okay. Abgesehen davon, ja. Sein großer, muskulöser Golden Retriever-Hund. Ja. Mit Labrador. Mit Labrador, ne? Wurde er im Labor gezüchtet oder war meist der Labrador? Der hat ihn nicht angegriffen. Der hat sich gefreut, ihn zu sehen. Okay. Ist hochgesprungen und weil er so T-Shirts früher, wo er noch kein Geld hatte, diese Sechserpackung für 3 Euro gekauft hat, hatten die so billiges Material gehabt. Ja. Und er ist dann hochgeschwungen und ist mit seinen Pfoten am T-Shirt hängen geblieben, weil das so selber schon Faden hatte. Stell dir vor, R. Kelly hätte sich so vor Gericht verteidigt. So Faden mit den Frauen. Dann ist er am Faden hängen geblieben, weil sein T-Shirt so rausgefädelt hat. Ich hatte Kratzer wie Bruce Lee bei der Todeskralle. Und dann ist sein T-Shirt gerissen. Ja, ich hab Narben. Boah. Das ist sein Angriff. Habe ich nicht Narben hier? Nein. Na, gib mir deine Hand. Der hat krasse Narbe da. Das ist gar nichts. Aber das ist von... Er ist von einem Hund. Das war ein blutrünstiges Wesen. Aber ich habe was zur Verteidigung für ihn zu sagen. Ja. Der Cookie hier, ja. Der wurde mal vom Labrador in den Hals gebissen. Ja. So ein Loch im Hals gehabt. Ja, siehst du? Krass. Sein Hund ist eh ein Mörder.
Sag ich nicht, nein, ich meine nur. Hat dein Hund dich jemanden ermordet? Ja. Vor Gericht. Nein, wenn ich sagen, Wenn ich vor Gericht sagen würde, warte, stopp. Ich bin vor Gericht und sage, sehr geehrter Herr Richter, sehr geehrter Fasan, weil der wird ja Richter. Ne? Sage ich, der Hund, der schon für einen Mord bekannt ist in der Hood, hat mich angegriffen. In my hood, never what you come from. In my hood, and I waited in the sea. Denkst du, die glauben mir oder nicht? Ein Hund, der schon für Gewalttätigkeiten bekannt ist. Ja. Oh, das ist schwer dann, ja. Ja. Dein Hund hat mich angegriffen. Kann man sich nicht ändern? Ja, aber der hat mich angegriffen. Der ist ja gewalttätig. Genau, guck mal. Mich hat er nicht angegriffen und den einen Hund hat er nicht ermordet. Das ist auch zufällig passiert. Nee, der hat ihn ja ermordet. Ja. Echt jetzt? Hm? Was für ein Hund? Türken. Ist doch mal schon. Oh Gott, ey. Was für ein Hund? Ein Chi. Chihuahua irgendwas. Chihuahua. Ja, kacke. Aber das war nicht. Das war auch. Er hat auch eine Erklärung. Ja, es gibt auch T-Shirt angehabt. Falsche T-Shirt. Nein. Der hat auch falsche T-Shirt angehabt. Das ist gut, Alter. Das ist sehr stark. Die haben gespielt. Ja. Und der kleine Hund hat. Sag mal, was mit Spielen zu tun, siehst du? Der. Und der hat ihn mit der Pfote ins Auge gekratzt. Deine, ihm. Nein, der kleine meinem. Okay. Und aus Reflex hat er dann so gemacht. Gebissen, ne? Und sofort losgelassen. Also nur ein kleiner Biss. Und dann lag der da. Und das Genick war durch. Boah. Okay. Wenn ich aus Reflex hart, meine Frau schlage, ja, bin ich ein Asozial oder nicht? Nee, ist ja aus. Das ist ja. Nein, sag mal, wie würdest du dich. Der hat immer so Argumente. Das ist ja krass. Bruder, weißt du, was wir alles hier mitmachen? Warte, wenn das ich. Keine Chance. Guck mal, gibt's denn auch. Ich kann doch nicht sagen, ich habe aus Reflex meine Frau geschlagen. Das ist aber, du kannst doch nicht eine Hundeeigenschaft auf einen Mensch übertragen. Doch. Ein Mensch kann nachdenken, ein Hund hat nur Instinkt. Doch. Er wird gekratzt, ist genau so, okay, ich spiele jetzt PlayStation, ja, jetzt ist hier eine Fliege, mein Hund geht und will diese Fliege schnappen, ja, beißt mir in den Arm, hat er mir jetzt in den Arm gebissen? Ja. Ja, aber hat er darüber nachgedacht? Nein, das ist ja was anderes. Das war genau so. Er hat einen Kratzer im Auge bekommen. Guck mal, ich erzähl's dir. Er dürfte genau vor Gericht gar nicht aussagen, weil er voreingenommen ist. Weil er hat eine Bindung zu diesem Hund. Er ist der Vater. Nee, ja, deswegen habe ich einen Anwalt gehabt. So, pass auf. Mit Anwalt? Ja, ja, mit guck mal, ich sag dir, wie es war. Weil der Typ hat mich angezeigt. Guck mal, zu Recht, du Arschloch. Ist schon zu Recht so, in Anführungsstrichen. Aber auch guck mal, erstmal zu Recht. Warte mal, stopp. Das geht hier in eine falsche Richtung. Als das passiert ist. Ja. Wusste ich nicht mehr weiter, was ich machen soll. Wo ist die Alster in Deutschland, ja? Und dann habe ich ihn angerufen. Oh, und dann? War der größte Fehler meines Lebens. Nein, warum? Ich bin ein guter Ratgeber für meine Brüder. Ja, lauf weg. Erzähl. Da habe ich gesagt, ey Nisa, weißt du, was passiert ist? Ey, der Hund hat einen anderen Hund getötet. Ey, der Mann, ich bin schockiert, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will die Beerdigung bezahlen für das andere Hund, ne? Das tut mir für voll, das andere Hund. Für den anderen Hund. Es tut mir sehr leid, mein Herz ist gebrochen. Weißt du, was als Antwort kam? Sag. Ey, kriegt dein Hund jetzt so eine eigene Netflix-Serie? Ey, der ist so ein geiler, der ist so ein stylischer Mörder. Bruder, wie hat er den Hund gebissen? War das so stylisch? Hat er den so zerfetzt? Ja. Sag ich, das war nur ein Schnapper. Ja, das ist unstylisch. Ey, stell mal vor, dein Hund kriegt jetzt so einen Anzug, der geht bei Netflix in so einen Gerichtssaal, der kommt so rein mit so einem Aktenkoffer. Und das war 3 Stunden nach der Tat. Okay, boah, scheiße. Und du warst echt fertig auch, ne? Ja, ich war fertig mit der Welt. Ja klar, der hat einen Mörder als Ziehkind. Aber hast du Kontakt ausgetauscht mit dem? Ja, ja, das ist ein richtiger, darf ich kurz meine, richtiger Basaui gewesen. Darf ich meine Geschichte erzählen, wirklich? Oder ist sie irrelevant? Ja, weißt du warum? Du doch, Entschuldigung. Ich habe emotional bin ich berührt. Ich habe die Beerdigung bezahlt. Okay. Ich glaube 450 Euro. Wie Beerdigung? Ja, Krematorium, also verbrennen lassen, Asche noch mal irgendwo hinbringen, so eine Urne und so eine Scheiße. Hast du alles gemacht? Ja. Okay, aber ich habe einfach cool so ein chinesisches Restaurant hinten reingeworfen. Die hatten den Aber du hast ja auch die emotionale Verpflichtung. Ja, es hat mir am Anfang leid getan und danach wollte ich den fetzen, den Mann. Weil er so sich. Ja, und den habe ich dann gefetzt. Der war undankbar. Sehr undankbar. So für die Sache, okay. Ich habe ihn dann gefetzt auf rechtliche Basis, die mir zusteht als deutscher Bürger. Habe ich ihn komplett auseinandergenommen, weil er hat was sehr Unkorrektes gemacht. Okay, guck. Okay. Sehr unkorrekt, weil ich habe alles bezahlt. Ich habe ihn nochmal seelischen Beistand angeboten.
Ich habe ihn 3-4 Mal in der Woche angerufen. Ich sage, ey, es tut uns immer noch leid. Es tut mir immer noch leid. Guck mal, kann ich irgendwas noch tun? Kann ich euch ein Wochenende ausgeben für die Frau, für den Schmerz? Also wirklich, weil es mir leid getan hat. Ja, glaube ich dir. Ja, weil selber als Hundebesitzer, das tut dir einfach leid. Und dann habe ich gemeint, wie sieht es jetzt aus bei dir? Wie willst du vorgehen? Möchtest du eine Anzeige erstatten? Willst du das melden? Sag mir einfach mal bitte Bescheid. Der so, nee, alles ist in Ordnung. Vielen Dank, dass du alles bezahlt hast. War sehr, sehr korrekt. 10 Tage später hatte ich eine Anzeige von ihm. Boah, wie assi, ey. Und dann habe ich meinen Anwalt angerufen. Ich habe gesagt, egal was es kostet, auch wenn es 5.000 Euro kostet, nimm den komplett auseinander. Weil das, was er jetzt macht, das war... Ja, ist nicht cool. Voll. Ist nicht cool. Und dann hat er komplett eine Aussage gegeben, wo er gelogen hat. Er hat nicht die Tat nur beschrieben. In der Nachbarschaft ist bekannt, dass dieser Hund aggressiv ist. Das, dem kann ich zustimmen. Du bist der Nachbar. Dies und das. Dann habe ich 6 Zeugen besorgt. 6 Zeugen, die den wirklich kennen, krass, auch Hunde haben. Die haben alle schriftliche Aussagen unter Eid abgelegt. Alles Mögliche. Boah, krass. Nichts passiert. Dann hat er nochmal, wollte eine Anzeige erstatten, dass der, oh, das ist ein Familienhund. Maulkorb bekommt und so weiter. Eben halt ein Deutscher, was soll man machen? Das wollte ich gerade fragen, was denn, Landsmann? Aber jetzt hast du schon beantwortet. Türke gesagt, was, gib 200 Euro, Sache ist erledigt. So ungefähr. Ist Hund, hier ist 200. Ja, krass, ey. Aber ich find's cool, dass du das so gemacht hast. Also von deiner... Ja, ja. Weil guck mal, die Wahrheit ist ja, der hat einen Reflex gehabt, der Hund. Und ja, ist ein Reflex. Da kannst du jetzt nichts dafür. Aber trotzdem hast du dich drum gekümmert, das sozusagen so gut wie möglich ihm das zu machen, dem Herrschen. Ne? Und ich habe es auch nicht so gemacht. Ey, ich bezahle eine Beerdigung, aber du zeigst mich da nicht an. Ja, ich weiß, du hast ehrlich gemeint, ja. Ich habe es einfach wirklich aus freien Stücken gemacht. Ja, toll. Weil es mir einfach leid getan hat. Das ist normal. Und dass er dann so drauf reagiert und noch lügt. Also, asozial, ja. Hab ich, aber dann, ich habe ja auch gewonnen. Recht? Ja, ja, ich habe komplett gewonnen. Nichts ist passiert. Krass. Ja, dann Glückwunsch. Ja, weil die haben, erstmal das Ordnungsamt, weil wenn ein Tier stirbt, ist ja eine Sachbeschädigung in Deutschland. Immer noch? Haben die es nicht geändert? Nee, nein, immer noch. Immer noch? Nee, nee. 15 Geschlechter, aber das ist noch eine Sachbeschädigung. Geil. Der war stark, ey. Ja. Der war richtig gut. Ja. So. Aber halt die Grünen, was willst du machen? Guck mal. Enthaltsam. Ich bin auf den Hof gefahren und hab geparkt. Ja. Wo ich mich mit ihm treffen sollte. Das war kein Hof. Das war irgendwo, wo es so reinging. Eine so Villa. Garten. Wir waren im Garten. Ja. Ich hab geparkt. Der Hund hat mich schon so die ganze Zeit beobachtet. Das heißt, er wusste, was er tut. Nicht Instinkt. Dann bin ich ausgestiegen, ne? Ja. Und der Hund sieht mich. Ich winke, weil ich ein netter Typ bin, weil es sein Hund ist. Klar. So. Er rennt auf mich zu und greift mich an, bewusst. Okay. Was für Anzeichen, wenn ein Hund aggressiv ist, hat er? Ihr kennt euch aus. Ja. Also ist nicht aggressiv gewesen. Nein, was sind die Anzeichen? Wedelt der mit dem Schwanz, ne, oder erst nicht? Erstmal knurren und dann siehst du auch den Kamm. Der hat auch da hinten den Kamm, genau, hoch beim Hund. Aber das musst du ja erstmal wissen. Nee, er hat komplett nur gewedelt. Aber vielleicht hat er keine, er hat keine Hunderfahrung, oder? Ja, ich habe keine Hunderfahrung. Das ist das Problem. Okay, du hast ihn ja vor einer Woche gesehen. Ja. Wie er war da? Ja, das geläutert, der hat schon Mord hinter sich gebracht. Hast du ihn nicht gestreichelt? Nein. Hast du nicht gechillt mit dem? Der hat Jesus gefunden. Und der Jesus. Deswegen sehr, sehr hat sich geändert wie Leute im Knast. Ja, das stimmt. Wenn die haben so religiös werden. Die lesen dann Bücher und so. Apropos Hunde. Ja. Ne? Ich habe auch eine Frage. Mit wem hast du noch so zusammengearbeitet? Ist auch gut, ja. No comment. Okay. Hast du ein Traumfeature in Deutschland? Boah, die Witz. Nee, in Deutschland nicht. So eher Patrick Miller oder so. Das, warum Patrick Miller? Woher kennst du den überhaupt? Ich mag den voll. Ich mag den auch. Ich mag den auch. Richtig krass. Ich mag den. Ich hab eine gute. Ich habe eine gemeinsame Zeit mit dem. Ja, ich auch. Ja, das ist nicht schwer bei ihm. Aber der hat immer eine gemeinsame Zeit. Also ich finde richtig cool. Also, Patrick, an dieser Stelle. Ich liebe Patrick. Meld dich. Auf jeden Fall. Patrick Miller, ich kenne ihn. Aber jetzt nicht, dass du hierher willst und so. Übertreib man nicht. Karriere ist vorbei. Ich meine nur so, wir haben eine coole Zeit. Wir sind korrekt. Ich mag den wirklich. Ich mag den auch wirklich. Ich habe mit dem sehr lustige Abende gehabt. Ich auch sehr lustige Abende. Der redet auch richtig geil. Ja. Ja. Diesen Schweizer, ich kann es nicht nachmachen. Der Fleck kann den 1:1 nachmachen. Ihr Fleck kann den 1:1. Ja, der hat ja sowieso einen komischen Dialekt. Ja, der hat einen komischen Dialekt. Aber Feature Faruko finde ich geil. Wer ist Faruko? Dieses Beppa, Diskotheka. Oder. Ja klar, J Balvin ist halt... Aber wer ist egal. J Balvin? J Balvin ist der... Einer der größten... Der eigentlich so fast... Größten, sag ich mal, lateinamerikanischen Reggaeton. Stars. Reggaeton, das kennst du alles. Loco Contigo. Welcher Song ist das? Ich hasse das Lied. Das ist der? Ja, das ist cool. Aber wenn ich jetzt sagen würde, so Feature auf Basis von... Klar,
von ganz früher, ich liebe Craig David so. Das würde ich auch voll abfeiern. Der ist brutal. Aber ich kann es mir schlecht vorstellen, wie man das mischen würde. Deswegen habe ich jetzt nicht Craig David gesagt. Also Craig David, sage ich ganz ehrlich, die ersten zwei Alben. Die sind Killer. Das stimmt. Aber das ist halt leider wahr. Oder alles, ne? Immer die ersten zwei. Ja, das ist aber so, bei Craig David. Außer bei Pink, da war das siebte auch nochmal gut. Nee, Craig David habe ich übelst gefeiert. Ja, Craig David. Ja. Auch wenn er so ein komisches Kinn hat. Boah, der sieht aber schon bös hässlich aus. Ja, sein Kinn, der sieht aus wie so ein Halbmond. Der hat was so marokkanisch auch so ein bisschen, ne? So Nafri-mäßig, oder? Der Nacht. Ja, der ist hässlich. Es ist halb der Nafri? Mond. Nein. Sicher? Halb schwarz, halb weiß. Aber der hat irgendwas so orientalisches. Der ist ein Zebra. Ein Zebra. 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 Nee, also Craig David habe ich echt krass abgefeiert und ansonsten... Kein deutsches Feature? Ich höre deutsche Musik echt so gut wie gar nicht. Muss ich ehrlich sagen. So gar nicht, gar nicht. So gar nicht. Ich fühle es auch nicht so, die deutsche Musik. Du hast vorhin gesagt, Stefan Raab, du hast ihn kennengelernt? Ja. Warum? Ich war beim Free Eurovision Song Contest. Das ist sozusagen die eigene Variante von ihm gegenüber dem ZDF Eurovision Konzept. Weil er sagt, das ist da manipuliert und da, er will das so... Hat er das so gesagt? Der hat das so um die Ecken immer mal so... Ihr wisst ja, wie er immer so drauf war. Und auf der Basis hat er einen Free Eurovision Song Contest und ich war für Spanien da. Also das Jahr davor war Nico Santos für Spanien. Wer ist Nico Santos? Ach, der hat auch so ein paar bekannte Lieder. Nico Santos. Nico Santos Rooftop ist doch... Und sowas. Der ist doch jetzt der, wo immer bei den Rappern im Feature ist, ne? Der macht ja so eine andere Nummer mit Santos jetzt, ja. Der macht jetzt auf Deutsch auch. Aber da war auch, keine Ahnung, Ray Garvey und Amy McDonald kennst du. McDonald? Amy McDonald? Amy McDonald. Ich kenne nur Andrew Donalds. Michelle. Ja, Amy McDonald. Kennst du echt nicht? Okay. Ray Garvey kennst du? Ja, den kenne ich von Raymond. Genau, Sinn, der war für Irland da. Und da war ich halt da und dann kam mein Opa ist irre. Entschuldigung? Mein Opa ist irre. Deiner? Ja. War das nicht bei dem Bluttest, was du gemacht hast? Wo da was rauskam? Ja, warte, ich erzähle dir gleich über Zimmer. Okay, erzähl. Genau. Warte mal. Wie kann dein Opa irre sein, wenn das nicht in deinem Bluttest rauskam? Ja? Stimmt. Es kam auch in meinem Bluttest raus. Nein. Doch. Wir haben eine Folge, wo du genau beschreibst, wie viel Nafri, genau, wie viel Arabisch. Genau, Prozent. Ja, aber es wird ja immer aktualisiert. Der kommt immer raus. Ja, Bruder. Wie macht er das? Bruder, deswegen dauert auch der Weltrekord 8 Jahre. Aber der müsste Anwalt werden. Ach, der Weltrekord? Ja, bei Anwalt, ja. Es kommt aber auf die Stimmung an. Und wer sein Mandant ist. Er würde nur Serienmörder und Hundemörder. ISIS-Mitglied. Der wird so raus. Ja, guck mal. Der hat sich doch geläutert. So, sollen wir jetzt alle verurteilen? Ich habe mal eine Frage an euch. Immer aktualisiert. Du hast ja Feature gesagt gerade, ne? Ja. Was würdest du denn denken, wird zu mir passen? Jetzt mal ernsthaft. Was so. Vielleicht kannst du mir was empfehlen. Du hast da richtig. Ich weiß, du bist auch viel mit Musik, hast dich beschäftigt? Ich überlege gerade. Ein Juan Daniel. Mit wem könnte er ein Feature haben, wo ich sage, wow. Oder du, sag du es mir. Muss man unbedingt ein Feature machen? Du bist ein Sänger. Ich finde sowieso, dass man alleine klarkommen muss und so. Deswegen habe ich auch zu allen Castingshows immer Nein gesagt. Ich habe bis vor Corona jedes Jahr einen Anruf von bekommen. So, oh, du kommst bis in letzte 10 und bla, garantieren wir dir und dies, das, keine Ahnung, ob ich das sagen darf. Egal. Auf alle Fälle habe ich es nie gemacht, weil ich gesagt habe, ich will nicht Juan Daniel von sein. Weißt du, ich meine? Okay. Von irgendeiner Sendung. Hast du denn was in der Pipeline momentan, was bald kommt? Ja, also jetzt nicht so wie Nord Stream 2. Ja, genau. Sabotage. Nicht das Putin, die das auch kaputt macht. Ich habe Feature mit Putin jetzt eigentlich. Nein, ich habe jetzt einen Song erst rausgebracht, der bei den Goodbye Deutschland auf Vox läuft. Wie heißt der Song? Bailar Contigo. Was heißt das? Was denkst du, was es heißt? Komm. Ich weiß ja, was es heißt, ja, aber das ist für die Zuschauer, damit du es denen erklärst. Ja. Aber ich finde es spannend, wenn du versuchst, ich weiß es. Ich weiß, was es heißt, aber erklärst du es den Zuschauern? Ja. Okay, aktualisiert. Weil sonst könnte man denken, dass du es nicht weißt. Ja, genau. Stimmt. Und du bist ja der spanische Popsänger. Mhm. Mit dir tanzen. Mit dir tanzen, okay. Bist du oft in Spanien? Ja, sehr oft. Wie oft? Also, 1-2 Mal im Jahr, 3-mal im Jahr. Aber ich habe eine Frage. Warum machst du die Songs nicht in Spanien oder in Lateinamerika? Das ist jetzt das Thema, was auch über so... Warum gehst du nicht dahin mit einem anderen Label, mit anderem Marketing? Ein richtiger Star. Warum willst du in Deutschland nur... Es gibt ja nur eine gewisse Kontingent hier. Ja, du hast vollkommen recht. Und das ist gerade das Thema, was sich gerade in meinem Team so drumherum aufbaut, dass wir jetzt die nächsten Wege suchen. Weil guck mal, Álvaro Soler, habt ihr mal gehört, den Namen? Ja, ne? Nee. Egal. Der ist groß geworden, weil er in Italien Fuß gefasst hat und dann ist es nach Deutschland übergeschwappt. Und das heißt, ich muss das genauso machen. Ich muss in andere Länder gehen. Hat er sich hier dann... voll etabliert, weil er ist aus Berlin, der Typ. Das ist doch wie Dorota Dora, die Albanerin. Dorota Dora? Das ist ein albanischer Superstar.
die ist für alle albanischen Hits zuständig. Ah, okay, Albanien. Und die ist eigentlich aus Nürnberg. Krass. Hat aber international so einen Erfolg gehabt und ist danach nach Deutschland erst gekommen. Und man dachte wirklich, ich glaube, gewisse Jahre, weil es nie ein Interview auf Deutsch gab, dass die wirklich Albanerin aus Albanien ist. So, ne? Ja, ja. Das ist oft so bei Künstlern, wie bei Alvaro. Da denkt man auch, der ist Spanier, aber der ist in Berlin. So. Aber ja, das ist das Ding. Wir schauen jetzt auch gerade, dass wir rausgehen, weil wie wir vorhin gesagt haben, hier in Deutschland hören die echt nur von März bis September hören die so Musik. Danach so off, weißt du? Ja, aber das ist ja trotzdem dieses Zeitfenster. Ja, ja, klar, aber in Lateinamerika oder in Spanien, Italien läuft das länger, weil da die Stimmung einfach öfters so ist. Ich finde auch... Bist du müde, Bruder? Ja, ich habe doch viel zu tun. Du hast doch jetzt aktuell... Ich bin müde, ich habe viel zu tun. Ja, klar. Du bist auf Tour, ne? Ich bin noch ein Schachwunderkind. Bist du nicht in Frankfurt nächste Woche? Ja, willst du kommen? Ich will kommen. Ja, komm. WW in die Sapu. Aber du musst ein Steak essen. Am Eingang. Ja. So ein kleines Fleischhäppchen. Ja, genau. Damit du nur die richtigen Leute da hast. Stark. Nein. Klar, komm. Ja, gerne, danke. Ja, komm, wir sind alle da. Das würde mich echt freuen. Ich nicht. Du hast... Oder doch. Man weiß nicht, ich bin wie so ein Wundertüter. Du bist ein Wundertyp, ne? Ja. Du sagst, ob du kommst. Er weiß nicht, ob er erscheint, aber ist ja normal, weil, guck mal, weißt du, wie Geldchen geben muss, nur damit er da sitzt. Der kommt doch nicht umsonst. Doch. Der kommt umsonst, Mann. Guck mal, was er gemacht hat für den Hundebesitzer. Dann kommt er locker bei dir. Ja, weil er will den Mord seines Hundes vertuschen. Ah, bezahlen. Ja, guck mal, was für ein Typ das ist. In einer Folge hier sage ich, ey, wenn ich einen Mord begehen würde. Ich habe die Folge gesehen, Und würde an meiner Tür klopfen. Ich würde dich verraten, aber sein Hund deckt. Oder da wollte ich auch noch mit jedem YouTube Videos machen, da hat ich noch kein Rückgrat. Ja, okay. Ja, guck mal, der schläft. War das nicht so, ob der... Der Dog schläft. Ja, die chillen immer. Das ist cool, du kannst überall. Oder wenn du mit dem jahrelang bist, der färbt doch voll auf dir ab. Auf wen? Auf dir meinst du jetzt? Auf alle hier. So, der ist so einer, der ist wie so ein Scientology-Führer, Bruder. Bald gibt es hier Schachvereine. Ja, plötzlich, es läuft hier Schach, es wird geroastet, alle haben diese Meinung. Krass, ey. Ja. Ihr seid doch selber ins Büro gekommen und habt angefangen zu schießen. Ja. Das ist nicht geroastet direkt. Ja, so. Das ist die Roastluft. Das ist die Roastluft. Nee, aber er hat gesagt, dass, nee, du würdest, der würde seinen Hund nicht für dich opfern oder so, ne? Ja. Aber ich kann das irgendwie mitfühlen. So, das ist schwer als Hundebesitzer. Ja, aber es tut weh, einfach, wenn du denkst, das ist dein Bruder. Ja, das stimmt. Ich will mit dem Weltrekord aufstellen, der wird mich einfach für so einen Vierbeiner verkaufen. Nein, wie steht's eigentlich? Wann gibt's da mal News? Können wir noch nicht sagen. Das sagt aber, er seit 4 Wochen. Aber sehr, sehr, ja, weil... Die Plan ist sich einfach mal so gemacht. Das ist ja, keine Mariano-Show. Man muss so... Das kann man nicht... Oh Gott, ey. Das... Oh mein Gott. Das bedarf Planung. Dass Leute noch mit dir reden. Alter, vor allem, du erwartest nie und es kommt. Puff. Ja. Das ist krass. Also, guck mal, ich gebe ihm keine Schuld. Ich gebe den Leuten selber Schuld. Danach kommen die und sagen: Hey, dein Spruch, hey. Ihr seid echt durch. Definitiv. Aber sag mal, ihr könnt es nicht sagen, weil das halt. Nein, wir wollen den Termin. Aber könnt ihr sagen, ob das noch dieses Jahr stattfindet? Nein, dieses Jahr nicht. Nächstes Jahr. Aber wir wollen ja mit dem. Aber auch nicht übernächstes Jahr. Nein. Also safe nächstes Jahr. Ja, ja. Guck mal, wir wollen ja mit dem Termin und dem Ticketlink. Wir wollen gleichzeitig online gehen. Ja. Ja. Und wenn alles in festen Tüchern ist. Genau, wenn alles in festen Tüchern ist. Schöne Schuh. Danke. Du auch. Sehr guten Geschmack. Oh, heiratet doch. Natürlich, haben wir aber schon. Ja. Guck mal hier. Wir sind Los Zapatos Blancos. Genau. Ja, Blanco ist... Nee, das ist nicht so sein Ding. Nee, aber ich finde es geil, dass sie es macht, weil das wäre echt krass, wenn in Deutschland der Rekord wäre. Also, ja klar. Das wäre krass. Was soll das sonst sein? In Liechtenstein oder was? Nein, ja. Aber so eine... Du hast immer sowas von Amerika. Ja, genau. Ja, wir holen den Rekord. Den werden die dann natürlich... Ach so, die werden den natürlich kaputt machen hier, die Medien. Aber ihr seid trotzdem die Ersten. Das ist krass. Nein, wir sind nicht die Ersten. Nein, aber ich meine, wenn die in Deutschland Amis kopieren, dann habt ihr trotzdem krasse Aufmerksamkeit. Ja, genau. Wir werden den Rekord. Ihr müsst zu Joe Rogan, müsst ihr immer machen. Ja, und dann werden wir bei Joe Rogan eingeladen. Das ist ja Killer, ey. Und ich werde so tun, als ob ich kein Englisch kann und nur Schein so reden. Nein. Doch, das wäre so geil. Und wie würdest du sagen? Reden, ja, hello, Mr. Garcia. How are you? Nice to meet me. Hello. Where are you from? I'm from Germany, yes. From Wiesbaden, you know. And I don't know. It's a nice city. And yeah. He breaks the world record. So, you know, you see it on the news and yeah, all the papers is full damit. And what you do for a living? I'm YouTuber, creator, yeah. Lots of money.
Yeah, and I'm sitting now. You know, it was a Nefri. What is Nefri? Nefri is stealing, lying, and grandma's. Grandma's hands on the church and on the wall. Yeah, stealing and old woman's. Yes. Yeah. Oh, yes. Old woman's. See a nice guy, pretty Arabic here. Pretty Arabic. Oh, as yeah. He's come every day with tolls. Yeah. On tolls. And then? And then say, Mary. Hello, Habibi, you marry me. And she say, oh, very nice, young guy, fuck me. So, yeah, and then fuck and passport. Fuck. Quintessence. Yeah, Quincy Jones. Quincy Jones. Yeah. Das wird das Internet stören, wenn du nur so redest. Nur dich reden, nicht reden da. That's crazy. Yes. Mm. So a lot of Nefris in your country? Yes. It's hell. It's hell. Das wird echt das Internet brechen. Ey, aber Bruder, Du musst es live sein. Und Bruder, der wird es ja erklären. Yeah. Und der Joe Rogan wird ja denken, der weiß ja nicht, was für ein Spieler das ist. Yeah. Ich denke, was ist ein Nefri? Yeah. It's a Nefri. Stealing, lying. Yeah. Und da ich ja nichts sage, ich sag dir, wird dir nichts dazu sagen. So. Ich glaube, das hältst du nicht aus. Du hältst dich aus, nichts zu sagen. Ja. Du schämst dich irgendwann an dem Punkt, wo du so Fremdschämen hast. Was hat der für Schamgefühl? Der hat manchmal so viel Schamgefühl, wenn es dann zu peinlich ist. Ja, bei anderen Sachen. Nicht bei Joe Rogan dann? Nein. Großer bei Joe Rogan. Wahrscheinlich Joe Rogan kommt nicht zu Wort. So wie wir ihn kennen. Und dann fasst er den die ganze Zeit an. Ja, stimmt. Er macht nur genau. Du bist leider zu weit weg. Ich weiß, früher bei dem anderen Tisch, das hätte ich echt befummelt. Ach, komm. Okay, was machst du aber, wenn mein Englisch immer besser wird? Nein, das will ich ja nicht. Ich will nicht Bleib da. Wenn ich im Ausland bin, wie soll ich mich verstehen? Nein, ich will, dass du so bleibst. Ich werde dich immer so zurückholen. Zum Beispiel, ich sag, das war falsch, wie du es jetzt sagst. Vorher ich sag, das war richtig. Krass. Das ist schon fies, ey. Das ist geil, Bruder. Aber das wäre geil, Mann. Guck mal, sein Englisch und, guck mal, er ist wie Aretha Franklin. Der hat von Otis Redding Respect genommen und hat es besser gemacht. Ja. Whitney Houston hat I Will Always Love You genommen, besser gemacht. Guck mal, seine Versionen von den Songs sind immer besser. Ja, Mann. Safe. Ja, man feiert das. Mach mal so eine Special Edition, ey. Einfach rausbringen. Das will der die ganze Zeit. Wer? So. Der Dulli. Der Dulli hat aber voll recht. Ja. Guck mal, das ist aber nicht der Style. Der Teddy hat sowas mit Märchendingern gemacht. Kennst du diese Märchenstunde? Nee. Das ist auch so, der Freestyle so Märchen. So ein Gretel und das, und dann redet der so, das ist kaputt, so, weißt du, okay, okay. Und das wird voll laufen. Ja. Das wird richtig laufen. Und dann denkst ja. Glaub mir. Du bist ein Genie, weil du bist ein Interpret, der was vorhanden ist und besser macht. Nein. Ja. Doch. Und das muss aus dem Effekt rauskommen. Ich kann jetzt nicht im Studio. Weißt du, Affekt. Kennst du das damals in Las Vegas, wenn Frank Sinatra so rauskam, mit Anzug und so, die haben gesagt, Frank Sinatra sings the 60s. Und dann alle leise. Und dann alle leise, das Mikro genannt und er macht den. Und dann kommt er aber mit Anzug und Cheyenne performt die besten Hits aus den 80er Jahren. So, oder Cheyenne sings Bill Withers und dann ganz andere so Bill Withers Songs. Ich würde jetzt wird laufen. Ja, ohne Witz. Du würdest für 8000 Tickets verkaufen. Ich gehe selber, ich kaufe. Ich kaufe auch. Ja. Ernsthaft. Ohne Scheiß, Was? Die ganze Zeit da hinten. Ja, ich sag's dir. Du, die hast das gesagt. Schach, Alter. Boah, du redest dann. Hallo, der ist doch Meister im Zeitschach. Guck mal, der hat in deiner Mannschaft gespielt. Wer? Der hat im Schachverein gespielt, ich noch nie. Mit so Nerds aus Duisburg, Alter. Ja, krass, dann hast du ihn falsch gemacht trotzdem. Aber ja, 4-3, sorry. Der ist so ein Talent. Ich bin auch so ein Wunder. So ein Wunderkind. Ja. Der kann alles. Der ist doch ein Autist. Ja. Ich finde bei ihm auch krass, was er immer sagt. Der hat echt krass viel Zähne, sieht immer so aus. Der hat so richtig heftig. Das ist so krass. Das ist so krass. So ohne Witz. Aber das ist Kompliment, Mann. Bruder, ohne Witz. Ich meine es böse. Tizen der Haus, Alter. Ich bin der weiße Hai. Ja, deswegen liebst du den Film. Ja. Und du findest ihn auch scheiße, ne? Ich mag ihn auch nicht. Er hat ihn doch nicht geguckt. Doch, ich habe ihn geguckt. Check. Bruder, der ist in Spanier. Nein, ist die egal. Die lispeln alle. Ich kann nicht gut durchbrechen. Ja. So. Nein, guck mal, lass doch den Leuten ihre eigene Meinung. Nein, warum willst du die immer ändern? Bist du von den Grünen? Ja. Hallo, wir sind 2022. Ich führe die der weiße Hai-Pflicht ein. Man muss den so dreimal im Jahr gucken. Aber guck mal, jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt wirklich, 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 wirklich. Ja. Erklär mir, warum dieser Film krass sein soll. Ich habe schon ein paar Mal gehört. Er hat keine Argumentation, wie die Veganer. Er sagt immer nur ein Argument. Ein Argument hast du. Ja. Der Film hat die Leute dazu gebracht, dass sie nicht ins Wasser gehen. Nein, weil der Film... Sorry, Alter. Was sind Argumente?
Rede wird immer stärker, Alter. Geil. Ist so, ne? Ja, nein, geil, warte. Geil. Nein, guck, ich sag dir warum. Das ist schon was ein Argument, das ist schon böse assoziiert. Das hat mich ein bisschen verletzt. Alter. Ey, stark. Ich will nur ein zweites Argument dazu machen. Ey, warte, okay. Hast du ein zweites Argument? Nein! Das ist gut. Ja, komm, guck mal. Das ist gut. Wir meinen jetzt Zeitschach. Ja, Zeitschach. Du hast nicht lange Zeit. Ja, Zeitschach. Das Einzige, was, wo du dir angeblich so krass ist. Im Zeitschach. Keiner zieht. Keiner spielt Zeitschach, nur er. Und das dann. Ich spiele nur Bulletschach. Ich spiel so. Eigene Liga. Ja, er ist daran gewöhnt, weil, guck mal, den Grill von den Patties. So, den stellst du auch auf eine Zeit ein. So, damit warte, nicht ablenken. Ja, okay. Hast du noch ein Argument? Ja, ich habe ein Argument. Oh, komm. Guck mal, der weiße Hai ja. ist. Objektiv betrachtet. Okay. Und aus meiner persönlichen, aus meinem persönlichen Geschmack her. Ja. Ein sehr spannender Film. Du siehst immer, die Menschen werden gefressen im Meer. Warte. Aber du sagst, das ist der größte Film aller Zeiten. Genau, das ist einer der besten. Das ist ja nur deine, das ist ja nur deine Meinung. Du die akzeptieren wir ja. Ja, genau, okay. Aber du hast vorher immer anders verkauft. Das ist der krasseste Film überhaupt. Das ist einer der krassesten Filme überhaupt, ja. Ja, aber, das, aber wo ist da passiert nichts. Nur immer. Das ist ja dein Empfinden. Das ist ja dein Empfinden. Ich finde richtig. Erstmal dieser Score von John Williams. Es sind zwei Töne. Wieso kennst du es? Weißt du warum? Weil es ein Meisterwerk ist. Der Soundtrack, ja. Wenigstens. Hast du da Respekt. So. Ich finde den Film spannend. Das sind geile Schauspieler. Ich mag die Story. Ich mag den Aufbau. Ich mag dieses Versteckte, dieses Mysterium. Wie sieht der Hai aus? Dass man ihn sieht. Man spielt mit den Ängsten. Das ist geil. Ja, Bruder, Reda ist Vermin von dem Marvel-Universum. Du bist guter Verkäufer, ey. Nein. Ich finde, okay, der Film ist trotzdem beschissen, egal was der sagt. Bruder, bester Film für mich. Ja. Zurück in die Zukunft. Ja, okay. Du bist nicht ganz verloren. Dankeschön. Nee, zurück in die Zukunft, das ist für mich so. Die beste Trilogie. 1 bis 3. Man muss auch immer zusammen. Independence Day 2 natürlich auch. Ja, aber ich finde 3 nicht so stark. Doch, nein, alle drei gehören. 1 und 2 sind brutal, aber 3 ist schlechter. Zurück in die Zukunft? Ja. Nur 1, also 1 und 2, der 3 ist voll. Mhm. Leider so. Ey, ihr seid so diese Respektlosigkeit. Nein, oder das ist dann so ausgelutscht. Dann. Genau, das ist so ausgemacht. Aber Independence Day 2. Ja, der ist ein scheiß Film. Aber ich musste den ja erstmal gucken, weil ich bin ja nicht so wie du, der urteilt einmal von außen. Doch, ich bin der Vorverurteiler. Man kennt ihr die Verurteilten? Ja, geiler Film. Der ist kranker Film. Ja, so komm, Top 5. Top 5 was? Allerbesten Filme. Der ist halt auch krass, 8 Mile. Also der hat mich auch. Ja. Wenn du so eine Musik machst, dann dieses Feeling, das ist ein krasser Film. Ja. Du hast halt so viele Sachen, die ich auch mache, ey. Dieses, du weißt, das ist der Part von Eminem, der letzte, ne? Ich muss ehrlich sagen, warte, der Part von Eminem, der letzte. Jetzt ja? Ohne Spaß. Dieses Everybody, das hat er geschrieben. Genau. Nein! Du hast echt keine Ahnung. Du bist ja kein richtiger Podcast-Zuhörer. Ja. Du enttäuschst mich, aber Fernsehgarten gehst du mit Patrick Miller. Okay, ja. Okay. Tut mir leid, Bruder. Der hat mich doch angesagt. Der. Ich hab das echt nicht, ne, hab ich nicht auf dem Schirm. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Da muss ich echt sagen, das ist ein neuer Film, aber ich feiere den voll. Coco, der bewegt mich voll. Diese mexikanische Zeichentrickserie, genau. Ist super Film. Ich lieb den so. Ich finde den Hammer. Guck mal hier. Da richtig geiler Film, ich hab den so 5-mal gesehen. Ich auch. Also den kenn ich nicht. Oh, I'm Legend. Den hab ich. So ein beschissener Film. Ohne dich zu schämen. Ohne mich zu schämen. So, der ich mach halt Zombie-Sachen manchmal so. I'm Legend ist aber auch ein beschissener Zombie-Film. 28 Days Later. Ich der ist auch krank. Ist ein geiler Zombie-Film. Aber ich sag das, weil ich habe I'm Legend 7-mal geguckt. Ich weiß nicht warum, ich fand diese Situation, er alleine, alles weg, fand ich krass gespielt, auch seine Kunst. Wäre mal schön, wenn er ich weiß, auch im echten Leben ist. Okay, was noch? Also ich hasse diese ganzen Weltuntergangsfilme, Universumsfilme und irgendwelche Zombiefilme. Ja, das ist Geschmackssache, ey. Was gibt's noch für einen Film, ey? Ich bin echt bei Zurück in die Zukunft krass hängen geblieben. Die Verurteilten fand ich auch sehr, 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 sehr krass. Auch einer meiner Lieblingsfilme, was das Emotionale angeht. Top 5 Songs. Nein, warte. Wie, ich hab noch einen. Achso, ich dachte, das ist fertig. Nein, da drei Filme genannt. Den will ich aussprechen. Du hast 2 Filme noch. Sorry. Kein Problem. Du hast 2 Filme. Nein, nur einen. I'm Legend, Zurück in die Zukunft, Die Verurteilten. Coco, stimmt, das noch ein. Sorry. Komm, ich mach jetzt ganz Dings. Ich sag alle. Man muss nicht 5 machen. So, du kannst so nee, ich will 4 sagen einfach. Weil ich würde jetzt irgendwas sagen. So. Okay, 4. Weißt du, zum Beispiel Chucky. Ich war ja, das ist ja so ein bisschen kurz mal Story. Wir haben dann geschrieben. Auf Insta. Nee. Und dann gebe ich dir meine Nummer. Und auf einmal kriege ich eine Nachricht in WhatsApp. Da steht, du hast irgendwie geschrieben, hey, irgendwie sowas. Ausrufezeichen. Nein, ich habe dir eine Flagge geschickt. Eine Flagge? Ja. Und dann ist Profilbild so Chucky die Mörderpuppe. Und ich dachte schon wieder so ein Fake-Kacke, keine Ahnung was. Und hab den erstmal blockiert. Und dann hast du mir erst gesagt, warum antwortest du mir nicht, du Arroganter, ne? Aber warum hast du Chucky die Mörderpuppe als Profilbild?
Immer noch. Ja. Das ist ein Vorbild. Das ist echt mein Vorbild. Wir haben die gleiche Körpergröße. Ich habe halt Trauma mit dem Film, ne? Ja, mein Cousin, mein älterer, hat mich damals als Kind ins Zimmer eingesperrt, Licht ausgemacht. Ich war 6 Jahre alt oder 5 und hat Chucky die Mörderpuppe laufen lassen. Ja, das laut. Ist stylisch. Und ich war alleine. Weil seine Eltern waren nicht da, ich war einfach alleine. Ja, boah. Und deswegen, seitdem habe ich richtig Abneigung auf diesen Film. Ja, okay. Und deswegen habe ich auch blockiert. Ja, deswegen hast du es so ernst genommen. Ja, voll ernst. Ey, wer ist das? Ja, total. Ich verfolgt. I'm sorry, Mic drop. Ja, nee, das war's bei mir, Filme jetzt. So technisch. Okay. Ja. Und Songs, ja, das ist halt schwierig, bei mir. Ja. Nee, ist sehr schwer, aber ich bin halt voll das Jackson-Kind so. Also, mein Vater hat mir damals verboten, dann sogar diese Musikvideos zu viel zu gucken. Ich habe immer nachgetanzt. Der kam von der Arbeit, der hat irgendwann mal Angst gekriegt, dass ich vielleicht so ein Pädophiler werde, andere Ufer rübergehe oder so. Ja, der hat mir dann echt gesagt, komm, guck nicht mehr so viel Michael Jackson-Sachen. Ja. Der Michael ist der King. Ja, da alles. Also, kennt ihr das Musikvideo Ghost? Ghosts? Ja, klar. Kennst du das? 37 Minuten. Das kennen viele. Ja, aber es gibt ja eine DVD, die sie immer wieder sehen. Okay. Boah, das ist ein tief, das ist ein tiefgründiger Insight. Okay, verstehe ich nicht. Aber ja, okay, egal, den verstehen. Oh Gott, oh mein Gott. Ey, Bruder. Ja, geht's weiter. Man in the Mirror finde ich krass, weil ich da viel auf den Text da drauf eingehe. Starker Song. Don't really care about us, auch richtig gut. Care about us? The record commands with us. Oh, me scared me, hands can't fight me. Ja. Ja, klar. I don't want to say that. I don't want to say that. And we went again to go with bus. So sieht's aus. Wo ist der Bus? Wo ist der Bus? I miss the bus. Kennt ihr das von Criss Cross? Das war ein Song von denen. Kennt das einer hier? Ich kenne nur Jump Jump. I miss the bus. I miss the Criss Cross, die ersten zwei Alben. Sehr stark. Sehr stark. Aber Regulators habe ich immer auch gefeiert. Boah, ich habe diesen Song gehasst. Echt? Ja, von Ron G. Und wie heißt dieses Feeling. Ich hasse. It's the man on the one and see what you. Was war das für ein scheiß Song? Wenn der Club früher lief, ich dachte mir so, Bruder, du ziehst gerade die Stimmung runter. Ja, zum Auflegen ist es eher scheiße. Ja, die Stimmung war voll down. Nein, der Song ist brutal. Da brauchst du eher Halleluja, ne? Sing Halleluja. Ey, das ist geil. Der geht immer. Ist geil. Der Beat ist auch geil. Ja. Aber deswegen, wie willst du Top 5 Songs sagen? Das ist schwer. Selbst der, die cool ist, irgendwie cool. Ich mag den Song. Ja. Steady, cool. Ja. Das ist echt geil. Was sind denn eure Songs? Habt ihr, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt? Ja. Wir haben schon gesagt. Dann sag mir nur Top 1. Der beste Song aller Zeiten ist Billie Jean von Michael Jackson. Ja, das ist krass. Sag ich auch. Billie Jean, ja. Ja, allein der Auftritt, der war auch dadurch legendär, ne? Ja. Das war ja alles zusammen. Ja, so, die alles Zeit, zusammen. Der Auftritt, der Moonwalk. Die Kinder. Die Kinder. Ja, ist so. Hier, ich habe nur eine Frage noch. Ja. Ihr habt das noch nie in einem Podcast irgendwie angesprochen, aber hat nicht irgendwas mit euch? Nein, habt ihr Krypto. Ah. Seid ihr in dem Thema Krypto überhaupt so? Ja. Aber wie steht ihr dazu? Ich würde es interessieren. Ich bin kein Krypto, ich bin ein Bitcoin-Typ. Geil, Mann, ich auch. Bitcoin Maxi? Alles andere ist Shitcoin. Du? Willst du die Wahrheit oder soll ich es ein bisschen... Nein, ich will einfach trocken, knallhart. Ich habe bis jetzt 10.000 Euro investiert und verloren. Aber dann hast du so einen... Shitcoin investiert. Hast du einen Shitcoin investiert? Ja, in die Hunde, ja. Nur das? Ja, das ich habe ein bisschen, also guck mal, da habe ich auf ein paar Idioten gehört. Dubai, Leute? Ja, auch. Das ist Standard, die sind alle da. So, ein paar Idioten, die sich ausgegeben haben, bin ich auch ein bisschen reingefallen, ehrlich gesagt, wo die gesagt haben, ey, so und so und so, investier da, glaub mir, das ist gut, das wird nach oben, ich sehe hier so ein Diagramm und so, ich kenne mich doch da aus. Ja, 10.000 Euro daraus sind jetzt, glaube ich, ich habe jetzt auf meiner Wallet vielleicht 400 Euro oder so, von wirklich 9.700 Dollar oder so. Fuck. War das jetzt so Mining-Zeug? Wie Mining-Zeug? Also, dass du Geld investierst und dann kriegst du so irgendwie jeden Monat? Dass du selber schürfst in dem Moment. Nein, ich habe gekauft. Coins. Coins, ja, ja. Ja, du musst du aufpassen. Das ist alles, wie er sagt, eigentlich brauchst du nur Bitcoin. Wirklich, ja. Alles andere ist so. Ja, aber ich kenne mich da nicht aus. Das lohnt sich. Guck mal, es gibt ein Buch, das empfehle ich jetzt. Ich schicke es dir hierher. Ja? Der Bitcoin-Standard. Ja. Mitgebracht, weil es sehr spontan war heute. Sehr spontan. Es war echt sehr spontan. Super spontan. Nachdem du 8000 Mal am Tag schreibst. Ja. Nisa, wann darf ich denn nicht kommen? Ich möchte unbedingt bei dir sein. Oh Mann. Ja, nee, also guck mal, du kippst das und dann kippt er bei du mir. Du hast kein Tarn. Nein. Guck mal. Alles gut. Levis, alles gut, Mann. Ich bin doch ganz entspannt. Ich finde, man sollte in Bitcoin investieren, ja, wenn man die Währung der Zukunft haben will. Und sich absichern will. Der ist Philosoph geworden. Ja. Also du sollst nicht Bitcoin investieren, um reich zu werden, nee, sondern damit du in der Zukunft, weil es sieht
nicht so rosig aus da draußen. Schön ausgerichtet. Ja, ja, ich habe dann die Schüler geguckt, da ist mir rosig aufgefallen. Ja. Also rosa ist, weil wir natürlich unsere Sexualität, wir sind sehr feminin. Ist ja 2022. Ja, wir sind sehr feminin. Wir sind sehr, wir sind emotionale Menschen. Wir stehen zu unseren Gefühlen. Ja. Ich finde, du hast auch krass gemacht, wenn man sich die ersten Folgen anschaut und dann, wie du jetzt redest, bist du voll anders geworden. Ja, ich ändere mich. Also die krasse, das, was wir Fleck und ich uns angeguckt haben, der konnte nicht mehr. Da hat das der Nadine gezeigt, die Nadine der Freundin, wie ihr diese Folge habt, wo du von dem Typen erzählst, der sich mit dem Rollstuhlfahrer kloppen will. Ja. Und der diesen Rollstuhl-Move macht. Das haben wir bestimmt 10-mal geguckt und der Fleck dann auf dem Rollstuhl, bei sich, ja, der hat den Stuhl gehabt. Der hat den Stuhl zu Hause gehabt, hat er selber auch so gemacht. Ja, ja, der Fleck, ich vermisse den. Und du lachst, du bist ja gestorben, ne? Ja, ja, das war zu hart. Du warst, weil du musst dir so überlegen, ich hab ja seine Beine nicht gesehen. Ich weiß. Ich hab ja, dieser Tisch war ja, das ist die, einer der besten Folgen aller Zeiten. Ja, Rollstuhl und Triangel. Ist das unser Billie Jean? Das ist euer Billie Jean, ja. Rollstuhl ist Billie Jean. Ja. Das können wir nicht mehr toppen, ne? Und Triangel ist so bietet. Nein, nein, wir haben aber krassere Lachflashs gehabt. Nein, aber dieser Aufbau, wie das alles entstanden ist, diese Spontanität. Das ist hart gewesen. Und dein Lachen auch, das kommt halt von Herzen. Aber guck mal, weißt du, was einer seiner krassen Lachflashs war, die er letzte Zeit hatte? Damit du siehst, was für ein Mensch er ist. Erstmal deckt er einen Mörder, seinen Hund, der auch seinen Freund angegriffen hat. Guck mal, ich war mit ihm. Was ist für ein Asozialer? Guck mal, was für ein Mensch. Hey, bitte erzähl das nicht. Doch. Nein. Guck mal, das wird rausgeschnitten. Ich war in My Spa. Was ist das? Wir waren in so einem Wellness-Center. Ja, genau. Das war seine Idee. Weil wir brauchen ja manchmal Zeit für uns selber. Für euch beide, okay. So, in einer Beziehung ist das so. Okay. So, und dann waren wir da. Man muss die Beziehung pflegen. Ja, man muss die Beziehung pflegen. Man muss so Pfeffer reinbringen. Da hat er gesagt, ey, lass mal denn das so Wellness. Können wir nackt rumlaufen? Wir sind abgeschirmt. So. Ja, wirklich. Ja, da ist so Sauna, geil. Da ist so ein Massagesessel, da ist so ein Whirlpool. Das war richtig cool. Ja. Da sind wir da rein. Unsere Mucke lief. Unsere Mucke lief. Jetzt pass auf, du musst mir zuhören, damit du siehst, was für ein Mensch du zu tun hast. So, ich war da im Whirlpool und hab die ganze Zeit gechillt. Warum? Weil ich hab das gefeiert. So, da sitzen, chillen. Er hat das ganze Programm gemacht. Sonnenbank, Massagesessel auf dieser Schaukel, in die Sauna. Bruder, der ist in die Sonne gegangen. Ich dachte, was ist das für ein Freak? Der war so 40 Minuten da drin. Ich würde ersticken. So. Nein, ich habe so einen Aufruf gemacht, dann bin ich nochmal rein. Ja, ich würde so ersticken. Ich bin ja so ein richtiger Saunierer. Ja, genau. Basaui. So, pass auf. Dann saß er irgendwann, also gegenüber vom Whirlpool, wo du von der Treppe runtergehst, ist dieser Sitz, der so ein Schaukelsitz. Er sitzt da drauf und entspannt. Ja. Und dann merken wir, es ist Zeit. Ne? Guck, was für ein Typ, Bruder. Dann sag ich, ja, okay, ich stehe auf, gehe aus dem Whirlpool raus, er sitzt genauso da und dann hier ist die Treppe, wo ich so runtergehe. Ne? Ich gehe runter, Bruder, das ist richtig krass, ich gehe runter und dann, weil unten alles so nass war, ich rutsche aus. Aber, Bruder, ich rede nicht von so, dass du so fast Spagat machst, sondern ich hebe ab. In der Luft, warte. Man sieht in meinem Gesicht, das hat er selber bestätigt, Todesangst. Weil ich dachte wirklich, scheiße, ich breche mir jetzt was. Ja. Ich habe mich noch so ganz komisch abgefangen, was nur Zufall war. Also ich habe es bewusst gemacht, aber ich bin sehr komisch gefallen. Ich hatte übertriebene Schmerzen und lag dann da. Ich wusste nicht mal, wie weh ich mir getan habe. Und der lacht sich tot. Oh, wie noch nie in seinem. Oh, weißt du, wie ich gelacht habe, ne? Ich habe geweint, ich habe keine Luft gekriegt. Weil du musst überlegen, er war genau vor mir und ich sehe in sein Gesicht diese, wenn du merkst, du fällst. Zeitloop. Und er rutscht aus, wirklich so ein Meter und klatscht richtig drauf. Nee, es war richtig schlimm. Boah, wann war das? Letzte Woche. Ja. Wehgetan? Ja, wirklich. Ey, dann, weil er so cool gemacht hat. Der wollte noch so Ansagen verteilen. Der wollte so Ansagen verteilen und rutscht da richtig aus. Nein, ich bin runtergekommen. Ey, und damals, ich weiß noch, wo wir im Wuppertal noch gelebt haben, ist der einmal, es war so Winter. So Winter und es war so Regen davor und es ist so eine Glätte entstanden. Und da war ein Auto, was vorbei wollte und hat gewartet auf uns. Wir laufen an das Auto vorbei und er rutscht vor dem Auto. Richtig rausklatscht auf dem Boden, dass die Frau so gemacht hat. Ne? Im Auto. Und ich habe so gelacht. Ich kann nicht mehr. Wenn jemand sich wehtut, auch wenn mein Vater sich wehtut, jemand sich nur den Zeh stößt an so einer Kante, Bruder, ich kann nicht mehr. Ich lache mich tot. Krass. Stoßt. Das ist einfach bei dir so. Ja, ich kann nicht. Auch wenn jemand. Ja, aber ich stehe vor meinem Ellbogen. Wenn du die Treppen runterfliegst, erstmal lache ich halbe Stunde.
Ich kann es nicht aufhalten. Bis Notarzt kommt so, ne? Ja. Oder wenn man sich die was? Die Finger was? Einklemmt? Nein, echt jetzt. Bruder, wenn du jetzt hier die das ist krass, das ist wie so Fetischismus, ja. Oder? Das ist so richtig ein Ding. Wenn du jetzt hier die Tür zumachst und deine Finger sind dazwischen. Du lass dich doch sterben. Was ist aus Muster mit dem Sitz eingestürzt? Ey, ja, Mann. Ja, so mit Möbel hat das ja nicht. Ja, genau. Couch und alles. Ja. Das berührt dich richtig krass, ey. Ist ja heftig. Das ist krass. Das hab schon gehört. Guck, ich weine. Ich weiß. Oh. Nur die Vorstellung. Ja, die Vorstellung. Aber wie klatscht das, ne? Bruder. Okay. Guck mal, wenn du jetzt hier die Treppen runter und du schlägst in den Kopf. Oder hast hier so eine Beule, gell? Und du klatscht komplett runter. Ja. Erste Hilfe ist bei mir erstmal Schock, Alter. Weil ich muss erstmal eine halbe Stunde lachen. Ich kann aber nicht. Ja. Es ist nicht so, dass ich kein Mitleid habe. Danach, wenn ich runterfahre, sag ich, ey Bruder, ist alles okay und so. Ja. Aber in dem Moment, guck mal. Aber weißt, so Finger einklemmen, gell, ich sterbe. Ey, weißt du, wie krass das ist? So, das ist auch manchmal witzig, ne? Du sagst so, hey, so, ich sterbe vor Lachen. Ey, Bruder, guck mal, ich fall hin, ich lag da erstmal minutenlang, weil ich Schmerzen hatte. Ich so, er lacht unterbrochen. Er hat so lange, ich bin irgendwann aufgestanden, weil ich sauer war, bin in die Dusche gegangen, weil ich war am Duschen und ich habe ihn unterbrochen gehört, wie er so, wie so ein Wal, der war die ganze Zeit am Lachen. Ich konnte nicht mehr. Krass. Ich glaube, eine halbe Stunde oder 40 Minuten durchgelacht. Einfach alleine. Ja, weil, wie der hingeklatscht ist. Ja, wie ich abgehoben bin. Kennst du das, wenn du so ein dumpfes Geräusch auf den Fliesen hörst und der ist mit seinem hohlen Körper, der ist so, ich bin so Rap. Ich bin Rap. Ist er hingeklatscht und ich höre nur so, in dem letzten Moment habe ich meinen Arm gedreht, sonst wäre der gebrochen. Der wäre gebrochen. Bruder, weißt du, wie ich Angst hatte? Boah. Ich hätte das auch gern gesehen. Ey, weißt du, das war zu krass. Der Arm, ist immer so, hast du was gebrochen mal? Kreuzbandriss und, wie heißt es hier? Bänderriss. Aber nicht gebrochen, richtig so. Doch, hier, richtig dumm. Den kleinen Finger, beim Tennisspielen. Spielst du Tennis? Ich habe angefangen jetzt mit Tennis, aber in der Projektwoche in der Schule, 5. Klasse. Ja, stimmt. Ausgeholt. Mit dem Schläger. Kennst du diese Dinger? Reingekommen und hab den Schläger komplett runtergehauen. Der hang so runter, der Finger. Ich geh zu meinem Lehrer, sagt er, ich hab mir, glaube ich, den Finger gebrochen. Nee, das ist schon okay. Spiel mal weiter. Das war schon ein bisschen so, also, was, ich will jetzt nicht Rassismuskarte ziehen, aber. Krass. Ich war so gefühlt der einzige Ausländer da und der so, ja, spiel mal weiter. Zum Glück, ich hab mir noch nie was gebrochen. Das ist ekelhaft. Noch nie? Noch dreimal klopfen, du hast nur zweimal. Oh Gott, Bruder, wo willst du, dass wir landen? Das ist doch Holzklopfen. Hör doch nur auf unseren Gast. Der hat aber. Ist ich stehe nicht dahinter. So. Ich unterstütze ihn aber. Da soll nichts passieren. Wir sind verloren. Guten Tag. Ja, aber das ist doch Aberglaube, ist doch nicht schlimm, ist ein Glaube. Solange es ihm hilft. Ja. Oder? Hast du dich schon gesehen? Der guckt dich gar nicht mehr an. Der guckt mich gar nicht mehr an, der hat sich voll verdreht. Ja, der hat sich voll gedreht. Scheiße, ey. Ich bin kein Aberglaube-Typ. Gar nicht. Warum nicht? Null. Aber du kannst ja Aber wegnehmen. Das ist ja ein Glaube. Ja, aber du nimmst ja nicht weg. Wie bist du denn da hingekommen, wo du jetzt bist? Jetzt hier? Also so als, nee, nicht. Also, durch Aberglaube. Du hast an dich geglaubt, oder? Ja. Nein. Doch. Verstehst du, was ich meine? Das ist Glaube auch. Ja. Aber denkst du, wenn du dreimal auf Holz klopfst? Nein, aber wenn es mit deinem Körper Folgendes macht, dass du dich dadurch sicherer fühlst? Ja, so ein Placebo-Effekt. Genau. Das meine ich nur. Überleg, ob er auch machen soll. Nein? Ich klopf lieber so deiner Frau ins Gesicht. So. Die ist stark, Alter. Die nimmt dich auseinander. Nein, ich meine nicht, um Gottes Willen, das habe ich doch gar nicht gemeint. Du hast deine Frau gesagt, nein, hat er gesagt. Ich meine deine Frau. Ich enthalte mich, wie die Grünen. Ja. Nein, die enthalten sich. Ja, stimmt, die enthalten in sich. In alles. Der sagt immer so zu dir. Was gibt's jetzt Neues von dir? Also bei mir. Projekte, gibt's mal eine Sendung, wo ihr jetzt zusammen in so einem Wohnwagen irgendwo nach Italien fährt und dann eure Liebe zeigt? Gibt's auch bald sowas? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Also nicht wie Pietro Lombardi. Okay, weiter. Okay. Wer ist es? So, keiner kennt den, ne? Aber der Name fällt einiger. Ist schon öfter gefallen. Nie gehört, ey. Ja. Pietro, was? Irgend so, keine Ahnung. Ist Lombardi sowas wie Labrador? Italienische Labrador? Nein. Wow, wow. Ciao, ciao. Also, bei mir gibt's. Aktuell ist die Single draußen bei Let Contigo und ich habe jetzt seit Corona immer im Winter eine Auszeit, wo wir dann in den Süden gehen und einfach erstmal Energie tanken. Hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher, ey yo, was geht? Der Sonne hinterher, ey yo, was geht? Gönnen die Hunde dir oder die ihr? Der erste, der ältere ist natürlich
ihr mehr, du hast ihn doch, guck mal, wie soll man das definieren? Wer hat ihn denn in die Beziehung reingebracht? Sie hat ihn reingebracht. Okay, und der andere auch? Der andere war 3 Monate alt, als ich ihn kennengelernt habe. Ja, ist ja egal. Das heißt, aber ich arbeite am meisten für die Hunde. Ich liebe es, wie die den die ganze Zeit anguckt. Alles, was sie sagt, die sind immer... Ja, so krass, sind Frauen. Ne? Immer so. Immer, ne? Immer so. Ja, und dann. Ja, nichts gegen dich, gell? Nichts gegen dich, aber ey, Frauen sind. Ja. So. Aber vielleicht ist sie ja. Ne, vielleicht stimmt sie ihm ja einfach nicht zu. Ja, aber, Frauen machen das. Okay, das sind ihre Hunde. Aber aus Prinzip macht eine Frau, stimmt die schon mal nicht zu. Genau. Weil sie nicht das Gefühl haben, dass du alles weißt und der Beste bist. Ja. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie so ist. Das ist in den Frauen wie Instinkt, wie ein Hund zubeißt, wenn man ihn kratzt. Ja. Das stimmt. Das macht Sinn. Das ist Instinkt. Nicht zu. Also sagen wir so. Also sind das deine Hunde? Siehst du, das wollte sie doch hören. Okay, auch wenn eine Nachbarin sagt, aber ey, dein Mann ist ein toller, klasse Typ. Ja, ist er, aber ich bin auch krass. Ja. Was ist da los, Alter? Es geht doch gerade um mich. Halt mal die Fresse. Du fragst es, Alter. So, ist so gut. Gönn doch mal auch 2 Spots. So. Gönn doch auch mal 2, 3. Ich verstehe das, was du meinst. Aber das muss ich mir merken. Wenn es ihre Hunde sind, das heißt, wenn du in Zukunft spazieren, machst du dann alles mit den Hunden. Ja, komplett sind deine Hunde. Warum hast du das Licht ausgemacht? Bisschen romantisch. Achso, ich dachte, es war Putin. Ich ziehe meinen Hut. Oh mein Gott, ey. Also das ist, und dann nächstes Jahr gibt es richtig viel Musik. Auch richtig coole. Aber nur eben halt in dieser Zeit. Ab März. Aber wo geht ihr denn Süden hin? Spanien? Also die letzten 2 Jahre waren wir in der Algarve, in Südportugal. Oh, Portugal soll sehr schön aber sein. Aber Portugiesen sind so behinderte Spanier. Nein, die sind. Nein, andersrum. Andersrum. Ey, ich. Ey, warte mal ganz kurz, ich fühle dich voll, weil ich komme mit den Portugiesen besser klar als mit den Spaniern. Ja, weil du wahrscheinlich auch behindert bist. Ey, geil, Alter, geil. Ach, ich geh nach Ägypten, Mann. Dann mach ich ein bisschen Entertainment von dir, Alter. Ich muss verkaufen das Handy. Ich habe jetzt Scheiernspuck hier drauf. Oh, krass. Lass so bitte. Nee, brauchst du nicht wegzumachen. Wir haben eine Frau hier. Oh mein Gott. Ey, die Arme mit einem Dreck so. Oh, ich kann nicht mehr, ey. Was ist denn los? Das ist irgendwie so wackelig. Okay. Boah, ich. Die bin nach Ägypten. Das ist geil. Boah. Das ist ein Konter, Alter. Ja, das war so stark. Die Büroluft. Boah. Nein, einfach bis sie ausklingt. Seit Corona. Machen wir das erst. Krass. Ist sie Portugiesin? Bist du Portugiese? Nee. Halb Jugo, halb Deutsch. Halb Jugo? Was für ein Jugo? Montenegro. Wer? Montenegro. Du? Und was noch? Gefährlich. Deutsch. So wie. Also, sie ist halb wie ich. Sie ist halb Deutsch, ich bin ganz Deutsch. Du bist ganz Deutsch? Genau. Das sieht man dir auch voll an, ey. Ich find's voll krass, dass dich immer Leute fragen. Ja, genau. Wer das bestimmt, wie Deutsche auszusehen. Ja, genau. Ja. Weil euer Podcast. Ich bin trans. Ich bin ein. Ich bin ein Transdeutscher. Transdeutscher? Ja. Diverse Transdeutscher. Nein, ich bin ein Transdeutscher. Ich fühle mich, dass ich mich wie ein Deutscher fühle. Ja. Und ihr das so zu akzeptieren habt. Ja, voll. Ja. Ich akzeptiere das auch voll. Ja. Du redest viel besser Deutsch als manch Deutscher da draußen. Ja. Das muss man schon sagen. Der transatlantische Ozean, war der vorher was anderes? Das ist eine gute Frage, ne? Ist dann eine Worte? Wieso kommt kein Transsexueller zu uns eigentlich? Ich bin doch Deutsch. Der wird immer wärmer. Ja, der wird immer wärmer. Der warme Bruder. Bei den Stühlen. Nimm mal so einen Transsexuellen. Aber die Stühle färben auch ab, ey. Relit, ist, oder? Wen noch? Der. Wie viel hatte ich schon gehabt, Transsexuelle, außer mir? Wir hatten einen Homosexuellen. Ja. Hattet ihr auch schon einen Diversen? Ich würde mal gerne wissen, wie die aussehen. Nee, eine Waschmaschine war nicht hier. Nee, war noch nicht da. Nicht, aber ne? Gerne, herzlich willkommen. Das wäre krass. Mal so einmal. Ja, aber so einen coolen, stylischen, der lustig ist. Ja, das nicht ist so einer, der immer meckert, wenn man so ein paar Sprüche macht. So einen coolen, lustigen. Ja, der sagt. Habt ihr auch eine diverse Toilette? Ja. Ja. Draußen. Nein, wir haben eine. Oh, guck mal. Unsere Toilette ist für alle da. Ist für alle da. Wir machen keine Unterschiede. Deswegen steht auch nicht Herren, nicht Frau. Wir wollen nicht das spezifisch, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt, welche Toilette man nutzt. Nee. Es ist kein Schild da, weil da kann jeder rein. Jeder kann rein. Auch dein Hund. Ja. Geil.
Das finde ich super. Da waren schon einige Hunde auf dieser Toilette. Auch Mörderhunde waren auch da, ja. Murder, I don't believe you, murder. Fuck around and leave you, murder. I don't believe you. Murder, murder, your life's on the line. Kenn ich nicht. 50 Cent. Ich dachte, die macht dieses Murder, she wrote. Nein, nein, nein. Nicht das, okay. 50 Cent. Get rich or die trying. Das ist krass gewesen, Mann. Du warst auf einem Konzert von ihm in Frankfurt? 0 bis 10? Wie war's? 10 ist geil? 10. Echt jetzt? 12. So krass. Du warst nicht da? Doch. Wie fandst du es? Ich fand's sehr brutal. Auch 10, 10? Jetzt, ich fand's auch 12 von 10. Krass. Ja, warum war wir nicht da? Das ja, hätte ich mal, das ja guck mal, ihr reist so rum nach... Ich geht ja auch so Enrique Iglesias Konzerte. Portugiesch, du sprichst Portugiesch. Portugiesch. Multibrigado auf Portugiesch. I'm a hero, hero, baby. Oh, stimmt, hat diesen grauenhaften Song. Oh, ja. Oh, ich hasse das diesen Song. Und weißt du, was mich... You can go, you can die, you can nein, du. Ist so, oder? Ja, stimmt. Ist so. Und weißt du, was sein Video auch immer gemacht hat, wenn er so gesungen hat? Genau so. Der hat doch immer so ein bisschen gepopelt und so. So. Der hat so gesungen. Nein, guck mal, und bei Hero hat der so you gemacht. Ja, bei Hero, der hat ja auch immer so gesungen, als ob er stirbt. Der hat ja so, man, er hat so, would you dance? If you want me to dance. So, was ist denn mit dem, Alter? Would you cry? Never look back. I want you here. Genau. Ist so, der ist so. Am I in too deep? Ja. Would you not? Yeah. Das ist auch dieser Tennisspielerin Anna Kornikova. Anna was? Ja, Anna Kornikova. Ja, die sieht aus wie, die sieht ähnlich, ne? Nein. Nein. Doch. Und nur weil die blond ist. Ja, klar, ich werf doch alle in einen Topf immer. Ja, ist so. Anna Kornikova. Das ist so ein Spanier-Ding, dass die so auf Blondinen stehen. Nein, gar nicht. Akimbe, Enrique Iglesias ist so wack. Aber der... Da trotzdem Hits. Don't you know? It's the rhythm divine portion. Last in the music, your heart will be mine. So, ein Song mag ich aber. Das ist richtig deine Popstar-Spiel, die wiederkommt, ne? Ja, genau, Alter, ich bin da voll drin. Jetzt kommt's. Ein Song mag ich. Auf. Von? Enrique. Okay, wir müssen raten, komm. Ich kenne die zwei, glaube ich. Alt oder neu? Alt. Ganz alt. Nein, die ersten zwei Alben sind immer krass. Ich glaube, das war seine erste Single. Das war aber fast Rhythm Divine dann. Nein. Bailamos. Ah, das ist geil. Bailamos. I can be na 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 na. Das ist ja, okay, das ist ein geiler Song. Und er hat einen geilen Song mit Whitney Houston. Don't let the world to be sad. Das ist das, ne? Ich verwechsel das. Rhythm Divine. Wie ging der nochmal, Bailamos? Bailamos. Wie war der Verse? Ich hab jetzt nur die Hook. Bailamos, let the rhythm take you over, bailamos. Te quiero, amor mio, te quiero. Ja, ich weiß, was, okay. Ich feier das. So, und der hat einen geilen Song mit Whitney Houston. Der ist krass. Could I have this kiss forever? Could I have this kiss forever? Ja, der ist echt schöner Song. Genau. Aber es ist auch wegen Whitney. Ja, genau. Heute würden den aber zwei Männer machen. Safe. Ja. Diverse Männer. Ja, diverse Männer. Der Song war eigentlich damals schon sehr woke. Eine schwarze Frau und ein Spanier mit Warze. Ich hab auch, guck mal, hier so ein bisschen. Ja, aber der hat ja einen richtigen Fleck gehabt. Ja, der hat einen richtigen Fleck, wie der Produzent. Marilyn Monroe Fleck. Bruder, meinst du, der hat doch so Haare da drauf gehabt? Bestimmt. Ja, ja. Ja. Ah, das tut voll weh auf einer Warze. Haar aus, hast du mal gemacht? Ja, aber diese Warze, Junge, die, wie die aussah, da so ein eigenes Leben, diese Warze. Eigene Name. Ja, sieht aus, wenn man so einen Jupiter so ranzoomt von der Nase. Aber der war ist der immer noch mit dieser Anna Kornikova, die wie heißt das? Weiß ich nicht, Bruder. Ich bin jetzt nicht so in der. Anna Kornikova, ich bin jetzt nicht in der Tennis. Hauptsache Andre Agassi und Steffi Graf sind zusammen. Ja. Sind die echt noch zusammen? Ja, klar. Ja. Das finde ich krass. Das waren zwei krasse Tennisspieler. Ja, und der eine hat so eine krasse Nase. War das nicht der Glatze hat, aber immer Haare drauf gemacht hat? Steffi Graf, genau, der hat so ein Bandana. Der hat sich geschämt für das Ding, ne? Nee, der hatte diesen Andre Agassi-Charme. Das war dieser Charme. Ja, spielt ihr Tennis? Nein. Was macht ihr für einen Sport? Ich spiele FIFA. Und der raucht Shisha. Und raucht Shisha. Ist auch eine krass. Sportart. Marathon. Aber er kann Marathon, das, aber er kann beides. Gleichzeitig. Ja, das ist krass. Das habe ich noch nie gesehen. Das System kenne ich gar nicht. Also er steckt sich die Shisha hier unter dem Pulli. Nein. Doch, dann guckt das hier raus. Erst hier raus und raucht schon und spielt. Das ist ja so ein richtig ausgeklügeltes System. Musst du ein Patent machen drauf. Kannst du FIFA spielen? Ich war ein Pro Evolution Soccer. Krass. Also wirklich krass im Sinne von, ich rede von den 2000... 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ja. Und kannst du FIFA auf Zeit spielen?
Natürlich. Vielleicht bist du dann krass. Ja, aber mal ganz kurz. Ich habe deutsche Meisterschaften sogar gespielt. Pro Evolution Soccer. Und Europameisterschaften. Ja, aber Bruder, das ist genau so. Das war mal besser als FIFA früher. Das ist genau so, wenn ich dir sage, ich habe damals das Super Nintendo gehabt und du sagst mir, ja, ich hatte die pakistanische Version, wo die Spiele drauf gespeichert waren. Komm mal ganz kurz. Hast du immer FIFA gespielt? Immer. Immer. Seit 2004. Aber kannst du nicht diese 3-4 Jahre, wo man wusste, dass Pro Evo einfach ein besseres Spiel hat? Ja, aber kennst du auch die Zeit noch, meine ich? Ja, ich kenne die Zeit. Und da bin ich rüber geswitcht. War das nicht 8 oder bis 11? Irgendwas irgendwie sowas. War Pro Evolution Soccer besser als FIFA eine Zeit lang? Eine kurze Zeit lang. Kurze Zeit, ja. Aber dann hat FIFA mit ihren ganzen Pro Evolution Soccer hießen die Spieler ganz komisch, ne? Ja, die haben nicht echte Spiele. Nein, weil die hatten nicht die Rechte. Die Lizenz. Ja. Und da hast du voll die komischen Namen gehabt. Rosaldo? Und jetzt wird's ja Ronaldo. Und jetzt wird's krass. Ja kommen, das wird ja jetzt wieder passieren. Wie? Weil EA Sports in und FIFA trennen sich. EA Sports ist doch ein Rapper aus Deutschland. Aber erzähl weiter. Und die trennen sich. Warte mal, Finger. Oh mein Gott. Die trennen sich wirklich jetzt? Ja, die trennen sich ab nächstes Jahr, glaube ich. Aber das heißt, wer hat die Lizenz? FIFA. Und EA Sports nicht. EA hat die Technik hinter FIFA. Und was heißt das jetzt? Die Technik, wie wir sie jetzt kennen für das Spiel, wird sich trennen mit dem Lizenzgeber mit allen Stadionrechten und Namensrechten von allen Mannschaften und Spielern. Okay. Das heißt, wenn EA sein eigenes Fußball rausbringt, werden die Spiele anders heißen. Das ist die Technik, die wir dann kennen. Aber wenn du FIFA spielen willst, mit den echten Namen, mit den echten Trikots, mit den echten Stadien, dann musst du das FIFA-Game kaufen. Ah, es gibt dann EA Sports Fußball und FIFA EA Sports. Genau. Beide machen jetzt gerade FIFA, aber die trennen sich. Die trennen sich. Aber das Spiel ist nicht mal vom Handling das gleiche dann. Bei FIFA. Wenn FIFA das hinkriegt? Niemals. Das weißt du ja nicht, weil die wissen ja, wie die Technologie abläuft. Aber wir wissen ja nicht, ob das patentiert ist, Bruder. Ja. Oder die Technologie, wie man das so erfasst alles. Aber EA wird es ein bisschen leichter haben. Aber nee, das kann man gar nicht sagen. Was für ein Typ bist du? Willst du Ronaldo wirklich den Namen sehen und den Stadionname und die Trikot, so ja, wie es aussieht? Oder willst du die Skills haben? Aber die Namen sind schon geil auch, muss man schon zugeben. Das gibt ja so, wir sind ja aufgewachsen mit Fußball und den Stars. Aber ich bin mit anderen aufgewachsen. Ich. Mit Rivaldo. Ich auch. Aber sind die bei FIFA, diese alten Stars? Was bist du für Jahrgang? Es gibt All-Stars. Achso, du vergisst es. Jahrgang. Ja. Kriegst du doch im Internet, kann man noch googeln. Ja, ist gut. Kann man Maradona nicht nehmen bei FIFA? Kann man Maradona nehmen bei FIFA? Ja, nur so Legend Games, ne? Maradona. Ja, ja. Mit diesen Legenden. So Icons. Aber wie bin ich? Ich hatte Ikonen. Noch Guardiola, fand ich geil. Boah, geil. Kennst du Ivan de la Peña? Guacamole? Nee. Guacamole. Hieß, gibt's nicht mit so dem einen Song? Ich hatte Giovanni Elba Poster als Kind. Giovanni macht so voll viele Songs auch, Schlager auf Italienisch. Aber findest du das? Ich weiß, wie du meinst, aber. Boah, das ist aber so schlecht. Ich kann Fasan eigentlich FIFA spielen. Fasan kann FIFA spielen. Ja, eben, weil der ist ja auch so ein Fußballfan. Ja, aber der guckt ja richtig Fußball, der kennt sich auch aus. Ja, der kennt sich. Der guckt auch so Iran-Spiele. Aber du kennst Giovanni Elba? Ja, Bayern. Weißt damals. Du noch diese weißen Adidas mit den schwarzen Predator drauf? Mhm. Oh, die hab ich geliebt, ey. Aber ich war nie so ein Bayern-Fan. Ich nie, aber nur Giovanni Elba fand ich krass. Den Spieler. Und Mehmet Scholl fand ich cool damals. Weil ich war damals so, ich fand immer diese internationalen Mannschaften gut. Aber jetzt finde ich Bayern cool, so wie die sich aufstellen. Ich bin nur Barca-Fan von klein auf. Echt? Ja, immer. Weil du Spanier bist. Immer Barca. Aber nee, weil ich konträr bin. Ich bin so ähnlich wie du. Ich will immer die Gegenmeinung. Und bei mir in der Familie alle Real Madrid. Contra Real Madrid. Ist auch ich war auch 10 Jahre Real. Ich war 10 Jahre Real-Fan. Und dann warst du in der Realschule 10 Jahre lang? Dann weg. Dann weg, wenn der. War, wohin? Paris Saint-Germain. Was? Paris Saint-Germain. Paris. Paris Germany. Jogginganzüge, Trainingsanzüge, T-Shirts, Pullis. Barca? Barca, bist du Barca? Wie viel Barca gibt's hier? Dulli, du? Ja, ich bin raus. Der ist raus. Reda? Der kann dir sagen, wie viel Patties er mag. Jetzt guck, jetzt steckst du mich an, das ist voll unkorrekt von mir. Nein, warum? Weil ich liebe dich, das ist mein Bruder. Ja, den kannst du ja lieben. Ja, aber das ist unkorrekt. Seine Bürgervergangenheit gehört zu ihm. Man wird Dokus später bei den drehen. Du kannst wieder zurücknehmen einfach, das hast du gesagt. Ich nehm's zurück, Dulli. Ja. Ich liebe dich. Ja. Ich will dir den Respekt geben, der hier so ein bisschen fehlt in diesem Raum. Der kriegt Aggressionen. Darf ich nicht meine Liebe bekommen? Klar darfst du das. Liebe ist wichtig. Ja, Liebe Love is the answer. Ja. Love is in the air. Love is in the air. Da wird's schwer. Da hört ihr mal auf, ne? Nein. Reda, bist du Fußballfan? Nö. Das ist geil, trockene Antwort. Wie soll der Fußballfan sein? Kurdistan hat doch keine Mannschaft. Sehr stark. Die haben eine Fußballmannschaft. Nein, wie denn? Die sind doch kein Land. Die können doch Fußball spielen, ne? Hat Atlantis eine Fußballmannschaft? Oder Valhalla? Valhalla. Mit Ragnar. Warst du schon mal da? Wo? Atlantis. Ja.
Ich war da, bevor es untergegangen ist. Nein, der kann ja kein Fußballfan sein. Auch dass Fasan iranischen Fußball guckt. Was geht da ab? Du wurdest ein Asienmeister, ne? Die sind Bombe. Nee, die sind aber gut. WM-Qualifikation. Die haben alle weggehauen. Wer? Iran? Echt jetzt? Gekauft. Die gegen Japan gewonnen? Nein. Ja, Uruguay? Die Uruguay gewonnen. Iran unterdrücken doch auch ihre Frauen. Da haben die mehr Zeit zum Trainieren. Die sind stressfrei. Free Iran. Das ist echt, zu der Zeit, in der wir gerade sind, Free ist Iran. Hart, ey. Ja, ist hart, ne? Das ist echt hart, was da so. Ja, und fangt mal an, ihr scheiß Leute, dieses Land zu unterstützen, dass die da endlich rauskommen. Würde ich mal an dieser Stelle sagen. Voll. Man wählt nicht die Spaß. Oh Mann. 15 Geschlechter konnt ihr in 6 Monaten erfinden, aber das Land nicht da rausholen. Wie soll man das Land rausholen? Das geht nicht, ne? Das kannst du nicht machen. Doch, geht. Das ist, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten. Meinst du? Ja, aber die müssen. Wie viele Einwohner hat in Iran? 9. Boah, gute Frage. Ich glaube. Das würde mich interessieren, weil das ist. 70 Millionen? Puh, ist schon groß. 70 Millionen, 60 Millionen? Fasern, guck mal bitte. Das, vom Feeling würde ich mal so 10 sagen, aber. 86. Wie viel? 86. Wie Deutschland so. Ja? Eigentlich. Nur das Land ist 5-mal größer als Deutschland. Ja. Warst du schon oft da? Nur einmal. Da, wo die für dich was geschlachtet haben. Ich kann da nicht hin. Das ist ein bisschen gefährlich für mich. Jetzt ernsthaft? Hm? Weil. Person des öffentlichen Lebens. Das ist. Ach, krass. Ah, okay, verstehe. Ja, mein Vater war ja bis vor 3 Tagen noch da. Und der ist ja zum Glück rausgekommen da. Es ist, 2 Wochen, ja. Ich habe ihn 2 Wochen nur einmal gehört. Ich wusste nicht, wo der ist. Was ach, der da gibt es kein WhatsApp und so, wo du connecten kannst? Nein, die haben das Internet ausgeschaltet. Dass die Bevölkerung nicht die. Die Videos raushauen können, dass die Welt das sieht, was da gerade passiert. Und das, was wir hier sehen auf Instagram oder TikTok, das ist ja nur so die halbe Wahrheit. Weil TikTok und Instagram und Facebook sperren ja die Videos, was mit Gewalt zu tun hat. Ja, genau. Wenn du auf Telegram siehst du ja, wie die Leute erschossen werden, wie Frauen, Opas so 70 Jahre zusammengetreten werden. Boah. Also das Land soll endlich frei werden. Aber das ist, liegt es an der Regierung? Ja, Regierung. Aber gibt es nicht diese 2 Herrschenden? Es gibt einmal Präsident und einmal irgendwas so religiöses, ne? Da hat nichts zu sagen, Präsident da. Das heißt, so Parlament hat da nichts zu sagen. Wer hat was zu sagen? Die oberen Geistlichen, ja. Ach, die Geistlichen regieren. Die Geistens regieren Iran? Die Geistens regieren. Deswegen. So. Ja. Ja, ey, auf alle Fälle, dass wir denen helfen sollen. Also, ja, ich vielleicht hoffe. Mal, was kann man dafür tun? Also jetzt wirklich, ich frage das, weil... Also wenn es gibt ja so sehr dumme Landsleute von mir, die denken, wenn du was postest und einen Hashtag benutzt, ja, das dass du die, weil du auf diese Umstände, wie heißt das, aufmerksam machst, dass sich was ändert. Die ganze Welt weiß, was da passiert. Jeder weiß, was da passiert. Du musst nicht einen Hashtag benutzen, dass es... weil wir haben ja nicht dieses Problem, dass die Medien falsch berichten. Zum Beispiel, wenn du jetzt deutsche Medien guckst, die berichten ja darüber. Die Bevölkerung wird gerade unterdrückt von der Regierung, werden geschlagen, werden ermordet. Das wird ja schon korrekt berichtet. Warum soll ich meine Stimme erheben dafür jetzt? Ja, voll. Warum soll ich jetzt sagen, wenn die das jetzt nicht korrekt berichten würden, dann müsste ich als dieser Mann aus diesem Land natürlich meine Stimme erheben mit meiner Reichweite und sagen, ey, ich muss hier einen Missstand, wie heißt das? Melden oder was auch immer. Melden, ja. Hier ist was falsch berichtet. Wir müssen jetzt eine Stimme erheben. Oder wenn gar nicht darüber berichtet wird. Oder wenn die ganze Welt schweigt, aber das tut sie ja nicht. Biden äußert sich, Deutschland äußert sich, Frankreich äußert sich. Es wird ja darüber geredet. Nur diese harten Sanktionen oder dann wirklich Unterstützung von einem anderen Land. Aber ich glaube, ich ein bisschen schwer gesetzlich. Du kannst ja nicht, wenn jetzt die Regierung sagt, ey, unsere Bevölkerung ist das. Was habt ihr zu melden hier? Ja, klar. Ihr seid bei mir so, ne? Genau. Also kannst du nicht sagen, jetzt, ach, der Deutsche sagt jetzt das und das. Jetzt das Ding ist ein bisschen schwer, aber wir hoffen, dass es natürlich gut enden wird. Ja, voll. Voll. Jetzt haben wir hier eine. Ja, ist so gut, mal ein bisschen Message. Ist wichtig, auf alle Fälle. Ich meine, die Message würde ich auch gerne mal kurz rausbringen. Also, wer gerne helfen will, meine Freundin und ich, wir haben ein Projekt in Uganda. Das nennt sich Right to School Foundation. Und da haben wir mittlerweile 125 Halb- und Vollwaisenkinder, die wir mit Ernährung, Bildung und alles da supporten seit. Weil wir waren selber vor Ort, 2018. Halbweiße Kinder? Es gibt, die haben nur einen Elternteil, der fehlt. Deswegen halbweiße, nicht halbweiß. Ich war gerade verwirrt. Weiß mit A, I geschrieben. Ah, okay. Genau. Und denen, ja, denen helfen wir da schon immer. Okay, wie seid ihr nur ihr beiden in dieser Organisation? Und Richard. Richard ist vor Ort, den haben wir kennengelernt. Okay. Und er ist selber ein World Vision Kind damals gewesen und das war seine Motivation, denen was zurückzugeben, den Kindern und dementsprechend. Okay, wie viele Ketten habt ihr?
Eine, deswegen habe ich es gemacht, weil ich will, dass 100% Geld ankommt. Das ist eben halt immer mein Problem. Und deswegen habe ich nie gespendet. Ich habe nie Geld gespendet, Schein, weil ich wusste nie, ob das Geld ankommt. Also ich gesagt, komm, ich will was aber auf. Viele haben das Problem. Ja, und da habe ich gesagt, ich baue jetzt selber was auf, wo ich den direkten Kontakt mache und das Geld kommt einfach da an. Und wenn derjenige wirklich nicht nur sich grün waschen will im Sinne von, ah, oh, ich habe was Gutes getan, sondern ich will wirklich ein Kind helfen, dann gebe ich dir die WhatsApp-Nummer zum Richard. Du spendest das Geld selber dahin, du kannst ein Video dem Kind schicken, das Kind schickt dir ein Video zurück über ihn und du bist direkt da. Du kannst auch das Village besuchen gehen. Also, wer das sehen will, ich habe einen Song dieses Jahr rausgebracht, Vamonos heißt er, mit Ben Paul, das ist so ein Star aus Tansania. Und da haben wir in der Community von uns das Video gedreht. Also, da siehst du die Kids, die das Grundstück. Aber man kann auch dahin. Ja, du kannst sie besuchen gehen. Du siehst, es ist einfach real. Weil das, was mich gestört hat, dieses ganze Charity, bla bla und so. Und ich habe auch immer ein Problem gehabt, davon zu reden, weil ich wollte nicht das benutzen, um mich jetzt also toll hinzustellen. Deswegen habe ich es nie gemacht, bis mir Leute gesagt haben, ey, du tust ja was Gutes, also sag das ruhig. Und deswegen würde ich gerne das einfach auch nur wie erwähnen. Diese komischen Leute immer in der Stadt. Ja. Hey, wollen sie was Gutes tun? Die sind auch so übermotiviert. Ja. Und das ist schon krass, die auf der Straße. Ich fühle mich immer angegriffen von denen, ehrlich. Ja. Und die kriegen auch wieder Provisionen, ne? Ja, die kriegen. Und dann kriegt der andere Provisionen. Guck mal, ich habe auch Kontakt zu jemandem, der bei Plan gearbeitet hat. Ja? Ich weiß gar nicht, was das ist. Egal, so ein Dings. Und da ist halt einfach. Hey, Jukas, hast du einen Schlaganfall oder was? Ich hör zu. Bruder, der ist weg. Da gab es einfach auch, das ist krass, der wie ist Prozente, weg. Die weggehen. Und das ist scheiße. Ja, die das Kinder geht viel weg. Weißt du? So ist das Ding. Weil aber eben halt so eine riesengroße Unternehmensstruktur. Dann geht ein Geschäftsführer erstmal so ein Gehalt. Audi dann müssen 8. Mitarbeiter bezahlt werden. Dann gibt es Gebühren und die ganzen Transaktionen, der ganzen Swift-Konten. Sind Transaktionen Aktionen, die erst jetzt Aktionen geworden sind? Vorher waren die was anderes? Klar. Okay. So, aber ich finde das, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, dass du hier helfen willst. Link, bitte, Afshin, Reda. Ach, das ist gar nicht Link, die müssen einfach Instagram, können die aber Ride to School. Ja, aber das, wo sie das finden. Ach so, klar, gerne. Genau. Kann ich gerne schicken. Kann auf Insta, Ride to School. Foundation. Ja, okay. Ja. Okay. Juan, es war mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Danke, dass ich hier sein durfte oder mich reingezogen. 8000. Ja, aber Leute, die stets bemüht sind, die werden belohnt. Ja. Das ist lieb von euch. Ja. Jetzt gehe ich durch die Decke, habt ihr mir versprochen. Ja, ne? Klar, ja, okay, warte, sorry. Stets bemüht ist ja eigentlich ein negativer Ausdruck. Stimmt, das war mal. Du warst bemüht. Oh, danke schön. Mhm. Vielen Dank. Muchas gracias. Mhm. Danke euch. Auch an euer Team. Alles liebe Leute. Ja, das beste Team hier. Krasse Leute. Danke. Danke an deine Chef. Deine Chefin, dass ihr hier sein durfte. Vielen Dank, dass du das erlaubt hast. Ja. Danke. Und natürlich danke, dass du Ausgang hatte heute. Und die zwei süßen Hunde. Akaya und Cookie. Boah, ich wollte sowas Asoziales gerade sagen. Oh mein Gott. Gut, dass ich manchmal nachdenke. Checkt seine Instagram-Seite ab. Gott. Checkt die Songs ab auf Spotify. Dankeschön, ja. Und alle Streaming-Diensten. Genau, Juan Daniel auf Insta. Juan Daniel.official und dann genau. Eigentlich so. Ja, genau, ja, Juan Daniel. Warum official? Gibt es noch einen anderen Juan Daniel? Ich wollte Juan Daniel und dann gab es schon den Namen leider. Dann habe ich gedacht, was soll ich sonst schreiben? Aber du hast doch Connections zu, die können das doch ändern. Ich glaube, du hast Connections zu Instagram. Der lebt ja auch wieder in Instagram seit. Aber war. Ich bin so in der Höhle in Instagram, so keiner findet mich. Ja, der, ist wie bei, der ist wie bei Shutter Island, diese Frau in der Höhle. Ja, genau, mit dem das Feuer. Bin ich im Instagram. Oh, das ist übrigens ein geiler Film. Den habe ich nicht erwähnt. Einer der brutalsten Filme aller Zeiten. Und Leonardo DiCaprio ist auch ein kranker Schauspieler. Ja, der ist, so. Ja, der ist ja auch Vegetarier. Deswegen ist er krank. So. Tschüss. Muchas gracias. Macht's gut. Dankeschön. Haut rein und abonniert den Kanal. Ja, abonniert den Kanal. Ich bin ein Wal. Ich arbeite nur einmal im Quartal. Auf seine Show gehen? Auf seine Show gehen, www.nisa.tv. Es gibt neue Shows. Frankfurt, Bonn. So in 11 Tagen, 18 Tagen, 12. Schweiz, Zürich, überall. Okay. Everywhere. Everywhere you go. Macht's gut. Always take the weather with you. Geile Sau. Danke euch, Mann.